So, meine Lieben, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Den Blick nach hinten, den kennt ihr bereits. Hallo Marcel, grüße dich. Ja, heute mal wieder hier live aus dem Hörsaal und ein bisschen was vorbereitet für euch habe ich heute in einer interaktiven Form. Wir haben in der ersten Veranstaltung ja Slido schon kennengelernt gehabt und ich werde heute mit euch mal so ein bisschen Retrospektive machen, dass ihr auch mal merkt, welche Richtung könnten möglicherweise Klausurfragen kommen. Denn wir haben ja tatsächlich in der Vergangenheit schon über das ein oder andere Thema gesprochen. Wir sollten mittlerweile wissen, was ein Assistenzsystem ist, wie sich das aufgliedert, was zum Beispiel ein Komfortsystem ist, was ein Komfortsystem von einem Sicherheitssystem unterscheidet und so weiter und so fort. Bevor wir damit loslegen, eine kurze Frage an euch. Könnt ihr dann mit einem Jo, ist für mich kein Problem, plus eins im Chat, ne? Ich habe hier im Auditorium schon gefragt, wie wir das sehen, gerade an diejenigen, die jetzt im Chat sind, 6 Leute sind es ja gerade, habt ihr noch mal vor, in Präsenz hier reinzukommen oder hättet ihr andersrum gefragt, was dagegen, wenn wir diese Veranstaltung von einer Hybridveranstaltung in eine Online-Veranstaltung umwandeln? In der Vergangenheit saßen wir hier zu zweit, heute sitzen wir zu eins, also 1:1 Betreuung hier, da einfach mal gerne eure Einschätzung dazu. Dann kann ich das nämlich möglicherweise für die zukünftigen Termine so fahren lassen, dass wir das einfach generell online machen. Und dann ist das für keinen hoffentlich in irgendeiner Form ein Nachteil. Qualitätssteigerung, weiß ich nicht, ob ich die hinkriege, aber üblicherweise habe ich zu Hause ein deutlich besseres Studio als das, was ich jetzt hier mit mir rumfahre letztendlich. Also es ist kein Nachteil. Ob das am Ende vielleicht sogar ein Vorteil ist, das muss man dann einfach nochmal anders betrachten. Ne? Erstmal dazu. Das zweite ist, das werde ich euch auch gleich nochmal in so einer Umfrage fragen, denn ich möchte mit euch auch ein bisschen Praxis machen. Und um dort eben diejenigen, die schon ein bisschen erfahren sind, von denen, die da noch ein bisschen nachlegen müssen, trennen zu können, oder andersrum formuliert, was muss ich noch so an Topics bringen, damit ich euch alle auf die gleiche Ebene hieven kann, habe ich auch noch mal ein bisschen Umfragetechnik mitgebracht, damit wir hier einfach allgemein ein bisschen Klarheit reinbringen. Es ist in der Präsenzlehre mal simpler. Da fragt man, wer von euch hat schon Erfahrung damit. Dann werden die Hände gehoben und dann kriegt man auch seine Ergebnisse dort zustande. Das ist in der Hybridisierung immer kein großartiges Problem. So, Marcel sagt, das ist für ihn kein Problem. Kai hat auch kein Problem damit. So, ne? Gerne der Rest, falls da noch jemand da draußen zuhört, einfach mal ein kurzes Statement zu passen. Also wenn das für euch in Ordnung ist, dann können wir das dementsprechend wahrscheinlich dann ab nächster Woche schon so leben. Ich werde aber in Moodle nochmal eine Rundmail dazu verfassen, dass dann keiner irgendwie traurig ist, wenn im Hörsaal hier nichts passiert. Ne? Gut, dann schauen wir mal, dass wir auf einen neuen Screen hier wechseln, den ich nicht auf dem Stream Deck habe. Gucken wir mal, ob das passt. So, ihr im Chat solltet jetzt so eine schöne Welle sehen. Ihr hier im Hörsaal noch nicht, aber jetzt. Das ist ja unser Werkzeug, unser Slido-Tool. Und mit meinem Handy bewaffnet habe ich jetzt die glorreiche Macht, ja, da, euch auch die ein oder anderen Umfragen dann auch freizuschalten. Ich fange das mal mit was Kleinem an. Ne? Wird jetzt hier auch dargestellt. Ihr seht es auch schon gleich hier im Chat. Die Frage ist, hast du Vorkenntnisse im Umgang mit MATLAB Simulink? Da bitte einfach ehrlich sein. 10, ihr seid da absolut godlike. 0 ist, was war das für ein Werkzeug? Ne? Und da einfach ehrlich sein. Also es ist keine Spreu von Weizentrennung jetzt hier notwendig, sondern es ist wirklich für mich nur wichtig, wo muss ich ansetzen? Weil wir werden das Werkzeug benutzen, wir werden es uns anschauen. Nur wie viel muss ich im Vorfeld zur Verfügung stellen? Wie viel kann ich möglicherweise voraussetzen? Da bitte ich dementsprechend um euer Voting. Momentan ist da noch nichts passiert. Gucken wir mal, ob da gleich noch was kommt. Einer sagt auf jeden Fall schon mal, nö, das oder 3 insgesamt haben damit noch keine Erfahrung. Ich warte mal noch ein bisschen. Im Chat sind gerade 5. Das heißt, theoretisch müssten hier jetzt irgendwas um die 5 Votes dann auch erscheinen. Wenn nicht, nicht schlimm.
Wenn ihr das Tool noch nie in einem Leben benutzt habt, dann werde ich euch da auch einfach nochmal so eine Art Hands-on geben. Ist manchmal auch ganz angenehm, dann nimmt man ein bisschen die Beschleunigung dort raus, entschleunigt das Ganze und kann ziemlich straightforward erstmal das Werkzeug einführen, dann vielleicht die ein oder anderen Übungsaufgaben damit machen und dann ergibt sich der Rest dann mehr oder weniger von ganz alleine. So. Jemand hat sich dazu noch durchgedrungen, sich mit einer 4 oder ne, so im ersten Drittel sich zu orientieren. Ich denke, ist klar. Wenn wir da oben jetzt den Score anschauen, könnt ihr im Hörsaal ja wie auch im Chat sehen, der liegt bei 2,2. Das heißt, da ist nicht viel Kenntnis da, was nicht schlimm ist. Dann werde ich das dementsprechend beherzigen. Sehr gut. Hast du Vorkenntnisse im Umgang mit industriellen Bildverarbeitungsprozessen, insbesondere OpenCV? Da sieht es ähnlich aus. Ne? 10 wäre so der absolute Obergau. Da muss ich gar nichts mehr erwähnen. Da muss ich quasi nur sagen, wie hoch man springen soll und dann würdet ihr dem folgen. Hier ist es so etwa in der Mitte, wobei auch hier das untere Drittel anzuvisieren ist. Also dort werden wir dann auch was machen. Wird es auch eine Art von Hands-on geben. Das mache ich dann mit Python. Und dann gucken wir mal ein bisschen, dass wir dort ein Erfolgserlebnis dahingehend erzielen, dass wir vielleicht mal eine Strecke erkennen. Fahrspurenerkennung mit OpenCV machen. Es sind nicht viele Zeilen Code, die man dafür braucht, aber man muss ein bisschen was beachten an der ganzen Geschichte. Nehmen wir mal in den nächsten Bereich rein. Ja, 6 Votes insgesamt gerade. Welche Programmiersprachen beherrschst du? 6 Votes, C so ein bisschen, C++ beherrschen tatsächlich fast über 50%. Das ist interessant. Bei Java hätte ich auch nichts anderes als 100% erwartet. Denn unsere Bachelorstudenten haben ab dem ersten Semester Java. Ein Großteil der Ausbildung wird hier in Java gelehrt. Und wenn da jetzt nicht 100% gestanden hätte, hätte ich mich arg gewundert. Ne? Python mit 50% ist super C-Sharp. Ich finde es immer traurig, dass wir hier am Campus so wenig C-Sharp machen. Denn offensichtlich will die Industrie das. Offensichtlich müsst ihr da draußen in irgendeiner Form mit einem Bachelor-Titel oder dementsprechend schon Vorbereitung für irgendwie eure Master-Abschluss C-Sharp programmieren. Das scheint hier in der Region sehr häufig vertreten zu sein, weswegen ich es persönlich recht traurig finde, dass wir da nicht die Möglichkeit haben, euch dabei auch zu unterstützen. Das ist letztendlich nicht viel anders als Java, das ist mir auch klar. Aber da würde es dem einen oder anderen sicherlich auch nochmal gut tun, vielleicht mit C-Sharp auch mal grafische Oberflächen oder ähnliches programmiert zu haben. So, gehen wir mal weiter. Hast du Erfahrungen mit Simulationen, insbesondere mit technischen Simulationen? Wenn ja, mit welchen? So, einer hat gesagt, die Vorlesung Simulation und Verifikation ist schon mal gut. Das ist nämlich auch meine Vorlesung und von daher weiß ich, was da passiert und was dort gemacht worden ist. Wird wahrscheinlich letztes Semester gewesen sein. Das heißt, so ein bisschen in dem Bereich FEM-Analyse, vielleicht auch mal ein bisschen CAD-Zeichnung und sowas, habt ihr auf jeden Fall, einer von euch auf jeden Fall schon mal gemacht. Das ist schon mal super. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da so offen und ehrlich auch die Ergebnisse habt hier demonstriert. Als nächstes würde ich einfach mal so ein paar mögliche Klausurfragen hier in die Wand beamen. Auch die sind wie so eine Art Retrospektive aufgebaut. Das ist ein Quiz. Und für dieses Quiz gibt es am Ende auch irgendwie einen Sieger. Mal gucken, wer es heute ist. Ich schalte dieses jetzt hier einfach mal frei. Und dort müsstet ihr jetzt entweder einen Namen von euch eintragen, ein Pseudonym oder was auch immer. Das ist letztendlich egal. Ist mir auch jetzt nicht wichtig, dass ihr da alle mit dem Klartextnamen arbeitet. Manchmal ist es ganz angenehm, dann kann ich auch Lobeshymnen dann demjenigen auch wirklich zuordnen, der auch diese verdient. Nicht wahr? C wie Cäsar oder auch Christian. Ja, das ist doch schon mal cool. Spaß hier dabei machen. Hallo Christian, bist im Auditorium. Finde ich gut. Ne? Warten nochmal, wir hatten gerade eben 6 im Vote. Vielleicht warten wir hier dann auch nochmal, bis der Rest dann dementsprechend dabei ist. Das liegt ein bisschen daran, weil wir natürlich beim Stream hier sowohl Richtung Twitch als auch Richtung YouTube erstmal eine Latenz haben und dann auch noch eine weitaus unterschiedliche Richtung YouTube wie auch eine weitaus unterschiedliche Richtung Twitch. Das heißt, da müssen wir einfach ein bisschen mit warten. Da siehst du, da kam nämlich schon der nächste. Aber nichtsdestotrotz, ne? Wir können ja auch später noch einsteigen in die Materie, das ist nicht weiter tragisch. Ich würde jetzt das Quiz starten.
Ne? Ich lese dann gern die Frage einfach nochmal vor, aber ihr könnt letztendlich mich da auch steuern. Wenn ihr sagt, nee, die möchte ich nicht vorgelesen bekommen, die möchte ich selber lesen, ich möchte jetzt hier Klausurbedingungen, dann machen wir das. Ne? Ist kein Problem. Ich starte jetzt schon mal das. Ich, apropos, Moment, bevor wir hier loslegen, es ist etwa eine Latenz von 8 Sekunden. Das heißt, wenn ich hier sage, ich starte das jetzt, dann zähle ich in mich hinein nochmal so 8 bis 10 Sekunden und drücke dann hier auf den Knopf. Dann habt ihr alle mehr oder weniger dann auch die gleiche Bearbeitungszeit. Also ich starte das Quiz jetzt. So, welche Fahraufgaben gehören zur primären Gruppe? Essen, das Fahrzeug zu stabilisieren, telefonieren oder auch die Betätigung der Scheibenwischer. Diese Möglichkeiten bestehen. 4 Votes wurden bereits abgegeben. Ihr könnt das dort oben auch immer sehen. Ne? Also sowohl im Chat als auch hier im Auditorium. Oben rechts seht ihr, 4 von 5 haben, 5 von 5 jetzt mittlerweile haben das erledigt. Und dann kann ich euch mal eure Ergebnisse zeigen. Also etwa 100% von euch sind der Meinung, dass es sich hier um dieses Fahrzeug zu stabilisieren handelt. Und wenn ich jetzt mal die richtige Antwort auch hier highlighte, dann könnt ihr einen Haken drunter machen und sagen, okay, das war jetzt vielleicht noch relativ simpel, aber diese Punkte würden jetzt schon mal in eure Richtung gehen. Ich gehe auf die nächste Frage. Fahrerassistenzsysteme sollen informieren, warnen, kritische Situationen erkennen oder alle genannten. Auch dort, wenn ich solche Fragen stelle, ist es immer eine Single-Choice-Frage. Das heißt, eins dieser Möglichkeiten ist korrekt. Nie zwei, es sei denn, unten steht irgendwas mit alle oder keins der genannten, dann folgt das letztendlich dann dieser Nomenklatur, dass eben nur eins gilt. Und wenn dann eben dort was drinsteht, wie alle oder keins, dann impliziert das natürlich auch den Rest. So, wir warten noch einen Moment. 4 von 5 haben schon was eingetragen. Jetzt sind wir bei 5. Ich mache mal eure Auswertung hin. Das klappt doch schon ganz gut. Keiner von euch ist der Meinung, dass ein Assistenzsystem informieren soll oder warnen oder kritische Situationen erkennen soll. Wir sind alle der Meinung, dass das sehr wohl alles sein muss. Schauen wir mal, ob er richtig steht. Und hurra, hurra. Das klappte. Auch hier, das sind so Opener-Fragen. Ich mache das ganz gerne, weil ich bin ja auch irgendwann mal Student gewesen. Man hat Panik in der Klausur, ob die nun physisch oder online oder sonst wie durchgeführt wird. Ich habe es immer ganz gerne, so ein paar Opener-Fragen zu haben. Die sind nicht schwer. Da kommt man einfach so ein bisschen rein und der Rest ist dann dementsprechend schon hart genug. Aber ich habe es ja auch nicht gern, wenn ich am Ende Leute mit 0 Punkten nach Hause schicken muss. Dann wenigstens die 2, die ihr jetzt schon mal habt. Ne? Gut, ich gehe auf die nächste Frage. Systeme wie das Anti-Blockiersystem, das elektronische Stabilitätsproblem, Programm, oder auch die Traktionskontrolle gehören welcher Kategorie an? Sind das Sicherheitssysteme, Komfortsysteme, Systeme des hochautomatisierten Fahrens oder sogar keines der genannten? 3 von euch haben sich hier jetzt schon dazu durchgedrungen, was zu klicken, einzuloggen sozusagen. Und ich wiederhole das gerne nochmal, das ist so die Art, natürlich nicht 1:1, aber so die Art könntet ihr möglicherweise auch in einer Klausursituation dann einfach wiederfinden. Es darf nicht eine vollständige Multiple-Choice-Frage sein. Das ist vom Land Niedersachsen so nicht gewünscht. Es sei denn, ihr studiert Medizin. Das tut ihr nicht. Ihr habt einen ingenieursmäßigen Studiengang gewählt und dadurch darf etwa 20-25% Multiple-Single-Choice-Fragen sein. Wir werden in der Veranstaltung noch sogenannte True- und False-Fragen kennenlernen.
Wir werden noch Zuordnungen kennenlernen, indem ihr irgendwelche Bilder auf irgendwelche komischen Platzhalter setzen müsst. Auch mal was mit Skizzieren kommt möglicherweise dran. Also wir haben eine ganz, ganz große Auswahl an unterschiedlichen Fragestellungen, die möglicherweise dann auch in einer echten Klausursituation von euch abverlangt werden. Das gucken wir uns aber alles an. Ich lasse nicht einfach euch in die Weihnachtsferien entschwinden und im Anschluss kommen dann die großen Fragen auf Discord auf, wie könnte dann möglicherweise eine Klausur ausschauen. Wir werden uns eine alte anschauen und wir werden uns auch eine Probeklausur anschauen, die dann in Moodle schon mal für euch vorbereitet ist. Wenn ihr das wünscht, eine Präsenzklausur zu machen, ich werde das nächste Woche nochmal fragen, ich werde es jetzt schon mal anteasern, dann können wir da noch was drehen. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte lieber eine Online-Prüfung, dann machen wir eine Online-Prüfung. Ich persönlich weiß nicht, was besser oder schlechter ist. Das eine ist angenehmer für mich natürlich, weil es großteilig automatisiert ausgewertet werden kann. Das andere ist möglicherweise aber für euch angenehmer. Und da bitte einfach ehrlich sein, wenn ihr für euch sagt, nee, eine Präsenzklausur, das ist das Maß der Dinge, das will ich unbedingt haben, dann kriegen wir das hin. Ne? So eine Sache, dass dann auch der Raum geplant werden muss, dass das dementsprechend terminlich dann auch passt. Gut, schauen wir mal, wie ihr da abgestimmt habt. Auch das sieht ziemlich eindeutig aus. Ich logge mal ein, was das Richtige ist. Und das ist für mich als Dozent natürlich wie Zucker gerade, dass es hier wirklich offensichtlich jeder verstanden hat, das Prinzip. Also das ist immer schön, wenn am Ende eben auch ein gewisser Konsens hier existiert, dass ihr entweder aus dem Bauch heraus, weil ihr gerade viel Glück gehabt habt oder mit dem dicken Daumen irgendwie auf die falsche Spalte gekommen seid, ist ja auch egal, ihr habt richtig gestanden und dementsprechend habt ihr auch dort eure Punkte verdient. Ich werde die nächste Frage starten. Was sind fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme? Im Englischen nennt sich ja das dann Advanced Driver Assistance Systems. Ein eingebautes Benachrichtigungssystem, das die Fahrer warnt, wenn sie während der Fahrt einen Fehler gemacht haben. Ein GPS-System, ein sicherheitsfokussierte Fahrzeugtechnik, in Klammern Safety, oder nichts der genannten. Ne? Auch dort. Gebe ich euch jetzt die Möglichkeit, das einfach auch nochmal durchzulesen, ne, zu analysieren. Kleiner Fun-Fact an der Stelle, solche Multiple- und Single-Choice-Fragen sind natürlich deutlich schneller beantwortet, als wenn ihr jetzt anfangen müsstet, irgendwie einen kleinen Text dazu zu formulieren. Also solltet ihr in einer Probeprüfung oder letztendlich auch in einer Klausursituation da plötzlich 40 Multiple-Choice-Fragen sehen oder Single-Choice-Fragen, keine Panik bekommen. Ne, ihr merkt ja, letztendlich, oder ich sehe ja dann auch gleich in der Auswertung, ich mache das für euch aber dann auch an die Tafel, wie lange ihr dann überhaupt für den ganzen Krams gebraucht habt. Und ihr werdet euch erschrecken, dass ihr für jede dieser Fragen nicht mal eine Minute gebraucht habt. Also, wenn ihr immer davon ausgeht, dass so 40 Fragen irgendwie 40 Minuten sind, ich rechne so nach dem Prinzip, damit ihr eben auch die Möglichkeit habt, 2-3 Mal über die Frage letztendlich iterieren zu können. Aber so im normalen Fall wird man für so eine Beantwortung also unterhalb einer Minute brauchen. Wenn man gar keine Ahnung hat, natürlich länger, aber ne, wenn einem das irgendwie klar ist, was da von einem verlangt wird, dann klappt das eigentlich auch relativ schnell. So, auch hier gucken wir mal. Da ist der erste Nicht-Konsens. Wenn hier in einer Fragestellung von Fahrerassistenzsystem gesprochen wird, ist das Synonym für Advanced Driving Assistance Systems. Genau, das ist richtig. Das ist Synonym dafür. Fahrerassistenzsysteme heißt im amerikanischen, angelsächsischen immer Advanced Driving Assistance Systems. Das ist also einfach ein Synonym. Komplett richtig erkannt. Danke, Marcel, nochmal für den Hinweis. Ist wirklich so. Oh, wir gucken mal. Ja, ne? Ein Benachrichtigungssystem ist das nicht. Also ich weiß, auf was ihr hinaus wolltet. Ich weiß, warum man sich da möglicherweise zu hat hinreißen lassen. Aber letztendlich ist ein Fahrerassistenzsystem tatsächlich eine reine Safety-Anwendung. Ich überprüfe oder ich versuche, meinen Insassen maximal zu schützen und
ihn über gefährliche Situationen maximal zu informieren. Es ist aber jetzt nicht unbedingt ein Benachrichtigungssystem, wo ich plötzlich auf mein Telefon oder ähnliches dann irgendwelche Push-Up-Nachrichten bekomme, Pop-Up-Nachrichten, Push-Nachrichten. Da habe ich es aber auch. Push-Up ist was ganz anderes. Bin ich schon fast wieder versaut hier. Ja? Ist aber nicht schlimm. Wir reden ja hier darüber, damit wir da den Fokus erweitern und vielleicht ist die Frage auch nicht ganz on point gestellt. Das kann natürlich auch immer ein Problem von mir sein. Und das Schöne dabei ist, ich bin immer da. Also für diesen Jahrgang und auch für alle, die da kommen mögen und auch für alle, die in der Vergangenheit dabei sind, ich bin da. In der Klausur entweder vor euch, ihr sitzt alle fleißig in irgendwelchen Reihen, dann könnt ihr eure Hand heben und sagen, ich verstehe es nicht ganz. Dann bin ich der Letzte, der dann irgendwie nicht eingesteht, da vielleicht an der Formulierung ein bisschen zu wenig oder zu viel dazugegeben zu haben. In der Moodle-Prüfung dasselbe. Wir sind alle in einem Big Blue Button eingesperrt, in dem ihr dann auch konsequent sagen könnt, hallo, in Auffrage 17, da ist doch irgendwas falsch. Ich tendiere zu irgendwie dem und dem, aber ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt da sogar relativ offen mit mir reden, denn im Moodle ist es so, dass wenn bei euch die Frage 17 Frage 17 ist, dann ist es bei eurem Sitznachbarn oder wie auch immer, es ist vielleicht die Frage 30. Das ist alles geswitcht, auch A, B, C, D, E und was es da alles gibt, ist dann auch nochmal miteinander gemischt, sodass wir da relativ offen reden können. Also wenn da irgendwelche Probleme sind, bin ich auf jeden Fall da. Ich mache mal die nächste Frage an. Wie nennt man die Technologie, die ihr Fahrzeug wieder auf die Fahrspur zurückstößt, wenn es abdriftet? Ist das das elektronische Stabilitätsprogramm oder die Stabilitätskontrolle? Ist es der Spurverlassenwarner? Ist das ein Steady Driver System? Ist das ein Spurhaltesystem? Und drei haben bereits abgestimmt. Das sieht schon danach aus, als hätten wir hier wieder einen Konsens. Das ist ganz gut. Haben wir ja, glaube ich, erst letzte Woche auch drüber gesprochen. Vorletzte Woche ziemlich spät abends noch diese kleinen Videofilmchen dazu angeguckt von besterbeifahrer.de und letzte Woche ja letztendlich uns anhand von irgendwelchen Grafiken das Ganze nochmal veranschaulicht. So, ihr könnt euch auch immer noch umentscheiden. Ich bin jetzt mal super freundlich, weil ich hier eure Ergebnisse ja schon sehe. Ein Spurverlassenwarner, der warnt. Wie der Name schon sagt, der warnt, der macht nichts Aktives. Also der oder diejenige könnte ja möglicherweise jetzt wie in einer echten Klausur auch auf die Idee kommen, vielleicht ist das doch nicht richtig, vielleicht wechsle ich nochmal auf was anderes. Ich gebe dem Ganzen nochmal ein bisschen Zeit. Manchmal ändern sich die Antwortmöglichkeiten dann ja doch nochmal. Oh, es hat geklappt, jawohl. Und jetzt gebe ich mal das hier frei. Ein Großteil von euch ist nicht der Meinung, dass es das ESP ist. Ein Großteil von euch ist auch nicht mehr der Meinung, dass es ein Spurverlassenwarner ist. Und Steady Driver System haben wir noch nie was von gehört, haben wir nicht drüber gesprochen. Wir werden auch in Prüfungssituationen immer nur Dinge behandeln, die wir auch hier in der Veranstaltung besprochen haben. Also da kommen keine neuen Begrifflichkeiten zustande. Da kommt nicht irgendeine fiese Begriff oder sowas plötzlich so aus dem Off raus. Das werden alles Dinge sein, mit denen haben wir schon nicht nur einmal, sondern vielleicht auch mehrfach auch Berührung gehabt. So, gucken wir mal, ob ihr jetzt richtig steht. Und ja, dieses Lane Keeping Assist, merkt euch das, so einen Assistent, der hilft einem. Möglicherweise durch Vibrationen im Lenkrad, möglicherweise sogar durch aktives Eingreifen in die Lenkung euch wieder auf die Fahrspur zu bekommen. Ein Warning System warnt nur. Ne? Einfach im Kopf behalten, dann kriegt ihr das alles ganz, ganz locker über die Bühne. Ich weiß, es ist immer auch in der Klausursituation, da ist man dann verängstigt oder hat auch irgendwie nochmal ein bisschen mehr Panik. Ist nicht schlimm. Einfach sich an gewisse oder Gesetzmäßigkeiten halten. Wie war das nochmal mit den Warning Systems? Wie war das nochmal mit den Assistenzsystemen? Und dann kommt ihr da automatisch eigentlich auf die richtige Antwort. Und ich sehe auch schon, das klappt ja ziemlich gut bei euch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, eine habe ich noch. Gehen wir mal auf die nächste Frage. Oh nee, wir haben sogar noch zwei. Ich schalte die nächste dann jetzt frei.
Welches Sicherheitsmerkmal ist am ehesten geeignet, um oder einen Crash zu verhindern? Ist das das ESP? Ist das ein automatischer Notbremsassistent? Ist das Erkennen eines toten Winkels? Oder ist das ein Spurverlassenwarner? Ne? Das eheste. Es kann sein, dass andere auch dazu beitragen, aber es ist nur eine Antwortmöglichkeit korrekt. Also das eheste soll euch jetzt subjektiv schon mal darauf einnorden, wie solche Formulierungen vonstatten gehen und wie man dann möglicherweise die Spreu vom Weizen trennt. Drei haben schon, das kann ich jetzt schon sagen, richtig eine Antwort gesetzt. Gucken wir mal, wie sich jetzt der Rest dann noch dazu entscheidet. Und ich merke, glaube ich, ja, nicht nur, dass das auch ein bisschen Interaktivität in so eine Veranstaltung bringt, man lernt auch gleichzeitig noch so ein bisschen was dazu. Ich denke, das passt. So. Einen Crash zu verhindern, ja, am ehesten, ich logge es mal ein. Wir haben jetzt hier tatsächlich mal auch wieder einen Ausreißer mit drin. 20% von euch, das ist immer schön, wenn man nur 5 Leute im Kurs hat, 20%, aber es klingt einfach schöner. Ne? Es ist einfach 20% von euch sagen, es ist das ESP-Programm. Wiederum 80% von euch sagen, nee, ihr denken, das ist eben hier ein automatischer Notbremsassistent. Und da seid ihr auch mit richtig. Das ist das Erste, was den Unfall vermeiden kann. Das ESP versucht natürlich, das Fahrzeug vom Übersteuern und Untersteuern abzuhalten. Wenn ich aber es tatsächlich übertreibe, dann hilft mir das auch nicht mehr. Also ich kann auch mit aktivem ESP tatsächlich driften. Ich kann mit aktivem ESP auch ins Übersteuern und ins Untersteuern kommen. Ich muss einfach nur das System arg triggern. Ein BMW-Fahrer unter euch oder eine BMW-Fahrerin unter euch mit einem schönen Hecktriebler, die kann jeden einzelnen Kreisel, den es im Landkreis Wolfenbüttel gibt, wunderbar nur mit dem Gaspedal und einem beherzten Druck darauf das Fahrzeug zum Crash führen. Das ist so. Trotz ESP, trotz allen möglichen Helferlisten. Also am ehesten ist tatsächlich hier der Notbremsassistent in der Lage, einen Unfall zu verhindern. Super, dann gehen wir auf die nächste Frage. Die aktiviere ich jetzt für euch. Was bedeutet es, wenn auf einem Armaturenbrett ein Kaffeetassensymbol aufleuchtet? Das ist so skurril, das lese ich jetzt nicht vor. Ne? Letztendlich, ne? Also, wenn ich viele Multiple- oder Single-Choice-Fragen in der Klausur reinpacke, wenn die alle einen Punkt geben, es ist ja dann auch nur ein kleiner prozentualer Anteil. Ne? Also, so eine Frage kann durchaus vorkommen. Also, ich hatte die schon einmal in der Klausur tatsächlich drin, mit ein paar anderen Antwortmöglichkeiten zugegebenermaßen, aber wir schauen mal, wie ihr da jetzt letztendlich abgestimmt habt. Also, 100% von euch sind der Meinung, wenn dieses Symbol im Dashboard auftaucht, dann ist man offensichtlich mit dem Müdigkeitswarner in Konflikt getreten, der erkannt hat, dass man entweder die ganze Zeit die Augen zu hat oder der Druck am Lenkrad zu gering ist von euren Händen her. Vielleicht habt ihr das ja mal erlebt. Es gibt viele Assistenzsysteme, die werten tatsächlich den haptischen Druck, wie stark ihr das Lenkrad umgreift. Und unter anderem eben auch aus Grund dessen, weil man damit ganz gut erkennen kann, ob ihr gerade weggepennt seid oder nicht. Ne? Es gibt auch so ein Unternehmen mit einem Stern im Logo. Die machen das sogar aktiv mit einer Kamera. Die ist dann auf den Menschen gerichtet. Und wenn man dann irgendwie so hinterm Steuer sitzt, dann geht dann auch diese Kaffeetasse an und soll einen dann dementsprechend, ja komm, machen wir es mal offiziell, soll dann dementsprechend euch dazu animieren, bitte mal irgendwie Koffein nachzulegen oder vielleicht auch mal eine Fahrpause einzulegen. Ist aber nicht für einen Tankstopp notwendig, weil dann würde tatsächlich dort so eine Tanksäule erscheinen. Gibt es auch das Symbol, selbstverständlich, ist aber nicht das, auf das wir hier in dieser Frage abgezielt haben.
Ein Starbucks auf der Route wäre schön, wenn ich dann auch noch immer wieder, wenn ich diese Frage an die Tafel knalle von von Starbucks auch noch einen kleinen Obolus bekäme. Lass mich auch in Bohnen bezahlen, so ist es nicht. Wäre nett. Und ich sag mal, euer Travel-Mug, der über die Konsole verschüttet ist, ich glaube, das kriegt ihr auch ohne Symbolik mit, dass euch da gerade die Hose brennt oder so. Ne? Jetzt kommt der nächste Punkt. Nicht traurig sein, aber durchaus froh und glücklich, wenn ihr da jetzt auf Platz 1 sein solltet. Im Hintergrund ist das Ganze nämlich auch noch ein Leaderboard bzw. ein Test gewesen, der ja, jetzt hier auch jemanden als den allerersten, den Glücklichen, das ist Kai, also Grüße gehen raus, hast du sehr gut gemacht. Du hast 6 von 7 Fragen richtig beantwortet in einer Bearbeitungszeit von 1 Minute und 18 Sekunden. Du hast 7 Fragen beantwortet in 1 Minute und 18 Sekunden. Ich wiederhole, du hast 7 Fragen beantwortet, von denen sogar 6 richtig waren und hast dafür insgesamt 1, also 1 Minute und 18 Sekunden gebraucht. Es ist also, glaube ich, jetzt für jeden klar, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr da 40 Fragen im Multiple Choice seht, in der Klausur, das kriegt ihr locker hin. Ne? Allein 7 habt ihr 1 Minute für gebraucht. Das meiste ist wirklich, ihr macht euch selber Angst. Und das ist nicht notwendig. Ne? Deswegen, wir üben das noch ein paar Mal. Ein bisschen länger gebraucht, aber genauso viel richtig hast du. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Ne? Platz 3 mit 3 Minuten, also alles dann relativ nah beieinander. Dass jetzt hier die Zeit so ein Faktor ist, ja gut, das ist leider vom System jetzt so vorgegeben. Es soll ja auch erst so ein kleines Gimmick sein, damit hier in erster Linie so ein bisschen merkt, wie kann es vonstatten gehen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Es soll ein bisschen Interaktivität in die ganze Veranstaltung bringen. Spaß machen, natürlich. Und für die nächsten Sachen lassen wir mir was einfallen. Vielleicht kriegt dann der Erstpreisige, also ich schreibe mir das auf, Kai, dass du da heute siegreich warst. Vielleicht kriegen wir das dann hin, da irgendwie nochmal die ein oder andere Giveaways dann wegzuschicken. In der Vergangenheit hatte ich immer meine heißgeliebten Brettspiele, die nicht mehr ins Regal passten, dann dementsprechend nochmal verschickt. Ich lasse mir was einfallen. Ne? Also soll auf jeden Fall zu eurem Vorteil sein. Und das Schöne für mich, das hatte ich jetzt gerade gar nicht erwähnt gehabt, wenn ihr euch das hier unten drunter anguckt, was sind fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme? Diese Frage, die hat offenkundig Probleme gemacht. In eurem Jahrgang. Im letzten Jahrgang war es möglicherweise eine andere Frage aus diesem Fragenpool, die möglicherweise Probleme gemacht hat. Hier in dem Kurs wird es immer eine Infografik geben, die werde ich jetzt nachträglich immer wieder auf Moodle hochladen, dass ihr sowohl alle Fragen und Antworten dazu habt, damit ihr euch sozusagen einen eigenen Fragekatalog entwerfen könnt, den ihr dann auswendig lernt und in der Klausur merkt, dass er euch nichts bringt. Ne? Ihr habt einfach ein bisschen was an Ruhe, was sich dadurch ergibt. Und naja, für mich, ich sehe halt die schwierigste Frage heraus und kann dann dementsprechend steuern. Dann würde die vielleicht nicht in der Klausur erscheinen. Ne? Das ist einfach so eine kleine Stellschraube, die tatsächlich hier in der Konstellation für mich zumindest dann erstmal Sinn macht. Super, dann haben wir das. Dann kann ich das hier wieder wegmachen und ihr könnt euer Telefon wieder für andere Dinge verwenden. Denn ich möchte jetzt dann tatsächlich mal auf das reguläre Vorlesungsskript. Das müsste sich jetzt hier darstellen. Sehr schön. So, das ist alles bekannt, das brauchen wir nicht. Wir wollen uns heute mit einer Thematik auseinandersetzen, die, ja, die ist schon etwas älter. Die ist bis heute aber immer noch ein sehr dankenswertes Utensil und sorgt auch dafür, dass wir diese durchaus komplexen Fahrzeugstrukturen, die da draußen existieren, in der Lage sind, auch reparieren zu können. Denn so eine Onboard-Diagnose, wie es hier steht, ist ein schöner Teaser. Ich habe, glaube ich, in dem Thumbnail für die Veranstaltung heute schon auch reingeschrieben, dass es sich auch um Offboard-Diagnose handeln wird. Und das sind schon mal zwei Begrifflichkeiten, die muss man voneinander separieren. Wir haben auf der einen Seite Onboard und auf der anderen Seite Offboard. Das eine kann man, glaube ich, mit dem logischen Menschenverstand schon ausschließen, dass wenn etwas Onboard ist, dann passiert es wohl in dem System selbst. Und Offboard passiert das wohl irgendwie von außen.
Und genauso ist es. Wenn ihr ein Werkstattmeister seid und ihr wollt irgendwie herausfinden, warum denn dieses Auto nicht mehr anspringt, dann geht ihr mit so einem genannten Werkstatttester, also einem OBD, einer Onboard-Diagnoseeinheit, steckt er in euer Fahrzeug rein und dann wird eben ein Tool gestartet, das euch relativ gut eben auch mitteilt, Achtung, in Steuergerät 23 ist der und der Fehler oder die Lambda-Sonde kriegt komische Werte und deswegen will nicht gestartet werden oder. Ihr kriegt also Hilfestellung für das Herausfiltern, wo das Problem existiert. Ne? Wäre wahrscheinlich jeder Arzt super froh drum, wenn man uns irgendwo einen Stecker reinrammen könnte und dann genau gesagt bekommt, was mit uns schief ist. Wahrscheinlich würden 90% der Fälle dann sagen, da ist was mit dem Hirn kaputt. Aber ne, wenn das dann dementsprechend relativ schnell auszuschließen ist, dann braucht auch keiner mehr lange in den Wartesälen sitzen. Man bekommt relativ schnell auch seine Informationen. Die Analogie ist aber gar nicht so falsch. Ihr selber macht ja auch eine Art Onboard-Diagnose. Jeden Morgen. Ihr wacht auf und dann wird erstmal überprüft. So, Augen, geht noch gerade so. Hören, ja, ich höre draußen das Rauschen von was weiß ich nicht was, klappt auch noch. Riechen, wenn man Corona hatte, ist das eh vorbei. Das hilft auch nicht, braucht kein Mensch mehr zu riechen. Wenn man nachmittags sein Mittagessen da irgendwie aufbaut und das riecht nach Schimmel und alle verlassen den Raum und man selber haut das Ding sich schön in den Wanz und wird dann noch kränker als krank. Ne, braucht keiner, wird überbewertet. Geschmacksknospen, das Gleiche. Wer schon mal einen Toast gegessen hat, sich das richtig schön geschmiert hat, so im Zwielicht, bloß keine Lampe anmachen, dass es die Mami, der Papi oder die Freundin nicht mitbekommt. Schön dick belegt, reingebissen und gemerkt, ah, schmeckt ein bisschen komisch, aber egal, ich habe Hunger. Und wenn man dann mal so drunter geguckt hat, dann kriegt man dann einen sehr üblen Bröckelhusten. Alles schon passiert. Ich habe das auch selbst schon mal geschafft, dass ich meiner Freundin einen Toast geschmiert habe. Schön Leberwursttoast, ne? Und unten drunter war der Kombucha dran. Habe ich nicht gesehen. Meinte, bis heute denkt sie noch, ich wollte sie umbringen. Aber ich kann euch versichern, das wollte ich nicht. Ist einfach nur nicht aufgefallen. Aber so eine Art Diagnose hat ja jeder. Achtung, Gefahr. Mir ist plötzlich heiß. Ja, schwitzte wohl, weil draußen es auch ziemlich heiß ist und du mehr Flüssigkeit zu dir nehmen musst. Also der Körper reagiert ja auch auf seine Umgebung und gibt einem eigentlich auch schon ganz gute Hinweise, was denn da schief läuft oder was möglicherweise gut läuft. Ist auch so ein bisschen euer Bauchgefühl, spricht man ja immer so davon. Ne? Der Kopf, der möchte gerne in diese Richtung, aber der Bauch sagt, ah, nee, lass mal besser. Hört da durchaus mal drauf. Der grummelt zwar manchmal und hat vielleicht auch ein bisschen zu viel Hunger manches Mal, aber also das Bauchgefühl ist schon eine ganz, ganz wichtige Nummer. Gerade so für diese ganze zwischenmenschlichen Dinge und letztendlich auch bei so einer Klausursituation. Ne? Guckt euch die Frage an. In den meisten Fällen ist es nur sinnvoll, im Affekt zu handeln und danach nicht nochmal alles durchzulesen und möglicherweise Dinge zu verschlimmbessern. Führerscheinprüfung, bestes Beispiel. Ne? Man liest sich die Sachen durch und dann ist man damit durch mit der ganzen Prüfung und dann hat man noch Zeit. Und fängt an, naja, gut, nee, das mache ich jetzt doch nochmal anders und das mache ich jetzt auch nochmal anders und dann ist mal durchgefallen, weil man die Sachen verschlimmbessert hat. Ne? Das ist einfach ein ganz normales Prinzip. So, also, wir haben ein elektronisches System. Soweit, so gut. Das wissen wir ja nun schon seit nicht nur dieser Veranstaltung, sondern natürlich schon seit den grauen Veranstaltungen, die wir jetzt hier besprochen haben. Erste, zweite, dritte, heute ist die vierte. Also so ein Auto ist voll von Computern. Soweit, check. Diese Computer sind vernetzt über Bussysteme. Soweit, check. CAN-Bus, LIN, FlexRay, MOST und gibt es ganz viele. Ethernet kann man mittlerweile nennen. Gar nicht großartig drauf rumreiten. Wir wissen, dass es sowas gibt und dann ist gut. Es gibt auch Betriebssysteme im Auto. Das ist ein AutoSAR zu nennen. Ist auch wichtig und ist auch unglaublich komplex, sodass man dafür besser eine ganze Vorlesung konzeptioniert, als sie hier irgendwo als Inkrement mit einzubinden. Letztendlich sind die Prinzipien aber immer gleich. Wir haben einen Kontrollloop, also unseren Regelkreis, wenn man so möchte. Wir haben zusätzlich auch Sensoren, Aktuatoren, wir haben einen Controller, der diese ganzen Dinge berechnet. Erinnern wir uns zurück, klassisches EFA-Prinzip. Ne? Sensoren bieten irgendwelche Wertigkeiten, die werden verarbeitet, gefiltert oder ähnliches und am Ende dann an irgendeine andere Instanz weitergeleitet, also an den Output geliefert und der sorgt dann dafür, dass der Motor schneller dreht oder weniger schnell dreht oder das Bremspedal stark durchgetreten wird oder weniger stark.
Das wird eigentlich alles von Mikrocontrollern gemacht. Das heißt, letztendlich hat man so 70, sagen wir mal, bis zu 70 Steuergeräte mit Mikrocontrollern im Fahrzeugnetzwerk. Und wer mal einen Mikrocontroller programmiert hat und dafür schon wahrscheinlich die ein oder anderen Stoßgebete in den Himmel gejagt, der sagt, bitte lass diesen Code niemals mal irgendjemand Wichtigen sehen. Bitte lass es in der Präsentation einfach funktionieren und danach explodiere von mir aus. Es ist nicht einfach. Also gerade eingebettete Software zu schreiben, da muss man über viele Dinge nachdenken. Timer, Register, also denkt mal so ein bisschen an Rechnerstrukturen zurück, was ihr euch damals auch abgekämpft habt, dieses Fach im Labor zu bestehen, das noch eine Ecke höher ist letztendlich in so einem Fahrzeugnetz Standard. Ja? Das heißt, ich habe nicht nur ein Falltor, wo ziemlich viel Mist passieren kann, ich habe das auch noch 70 Mal. Und das Schöne bei den Feldbussystemen ist ja, jeder einzelne Sensorwert wird jedem einzelnen Controller mitgegeben. Ob es den interessiert oder nicht. Der Bus ist so aufgebaut, dass wir einen Broadcast haben. Und das heißt auch, dass theoretisch jedes einzelne Steuergerät, das da hinzugefügt wird, genau auf die Wertpaare zurückgreifen kann, die auch alle anderen hören. Das heißt, es ist eine Skalierung möglich. Ich kann also plötzlich einfach durch einen zusätzlichen Controller auch nochmal zusätzlich Funktionalität ins Auto bringen. Irgendwann ist dann mal die Kappungsgrenze erreicht. Ich habe nicht mehr genügend sogenannter Identifier, um die Botschaften irgendwo zu priorisieren oder. Also Kappungsgrenze hin oder her. Am Ende haben wir ein und dasselbe Problem. Diese Dinge sind komplex. Das hinter mir war 1971 komplex. Ich kann euch sagen, das passt auf eine Serviette. Das ist der Schaltplan, der Stromlaufplan von einem Käfer. Ne, vom 71er Käfer oder Super Beetle, wie er dann in Mexiko hieß. Letztendlich ist das der 1302, ja, der Stromlaufplan, der eigentlich für alle Käfer diesem Baujahr ist, irgendwo gültig ist. Wenn wir uns das genauer angucken, sehen wir auf der linken Seite eben unsere Head Units, also unsere Headlights, dementsprechend das Abblendlicht und möglicherweise Fernlicht. Wir sehen, dass da eben so ein paar Adern von weggehen. Wir sehen auch irgendwelche Schalter dann im Innenbereich. Das ist mein Schaltplan, mein Bordnetz des Käfers. Da ist kein Steuergerät drin. Da ist auch kein CAN-Bus drin oder ähnliches. Das ist wirklich rein Stromlaufplan. Schalter, Stromkreis geschlossen, Lampe an. Ne? Schalter in diese Richtung mit einem Bautenzug gezogen, warm. In die andere Richtung, kalt. Klimaanlage gab es noch nicht. Und wenn ich von warm spreche, dann wird einfach Wärme des Motors umgeleitet in den Innenraum. Und wenn ich von kalt spreche, dann wird einfach von vorne irgendwas angesaugt, was in die Fahrgastzelle geblasen wird. Also wirklich ganz rudimentäre Technik. Aber auch dort konnte schon eine Menge kaputt gehen. Da ist meine Birne kaputt gegangen. Das hat dann auch kein Assistenzsystem oder ein Onboard-Unit einem gesagt. Achtung, vorne links Blinker kaputt. Oder dass das Relais schnell blinkt. Nee, man ist einfach als einäugiger Zyklop durch die Gegend gefahren und hat, wenn man nicht irgendwann mal an eine Mauer oder an irgendwas anderes mal entlang gefahren ist, dann auch wahrscheinlich nie wirklich gemerkt, dass der Scheinwerfer an der einen Seite defekt ist. Man musste also noch solche Dinge machen, die niemand von euch heute noch erledigt. Sich reinsetzen, durchstarten, mal den Ganghebel schön auf neutral, Handbremse ziehen und einmal ums Auto rum. Erst mal gucken, ob noch alles geht. Idealerweise macht man das zu zweit, weil dann kann man auch Bremslicht, Blinker und all solche Sachen testen. Diejenigen, die mal einen Führerschein BE gemacht haben, also für die Anhänger, die können ein Liedchen von singen. Die mussten den Anhänger da hinten dran wuppen, dementsprechend anstecken und dann einmal kurz die komplette Lichtbeleuchtung testen. Also von Abblendlicht über Bremslicht, über Blinker links, rechts, Warnblink, Rückwärtsgang und was es da nicht so alles gibt. Ne? Heutzutage gibt es Controller für, die analysieren das und die geben einem dann wunderbar die Mitteilung: Achtung, an deinem Anhänger ist hinten links der Blinker defekt. Edel. Richtig edel. Geht aber nur, indem ich die Dinge eben analysieren kann. Da ich hier noch keine Steuergeräte habe, war das dementsprechend nicht so einfach möglich. Das hier ist vom Audi 8K Avant. Oh, ich kenne das Baujahr jetzt nicht mehr auswendig, aber das ist der
der Harness, wie es so schön heißt, also das, wie heißt es jetzt im Deutsch? Mein Kabelbaum vom Audi 8K Avant. Das ist gut und gerne, könnt ihr ja mal gerne im Chat mitteilen, wie viel Kilogramm meint ihr denn, hat denn alleine dieser Kabelbaum? Ne? Wir sind ja in einer Welt, wo man über Verbräuche diskutiert und man muss die Autos effizienter machen und so weiter und so fort. Dann schreibt mal. Ja, nee, also erst nochmal danke für den Hinweis im Chat. Ich lese mir das gerne nochmal durch. Also Baujahr 2000 und er kennt das noch nicht. Ja, also mein Auto ist Baujahr 2012 und kann das. Und das können viele andere auch. Also es ist kein großartiger Akt, aber Baujahr 2000, ohne jetzt irgendwie lästern zu wollen, das sind ja auch schon 21 Jahre alt. Ne? Der braucht ja nur noch 9. Dann kannst du ihn ja einmotten und kannst dir ein schönes Age-Kennzeichen dann gönnen. Hm? Da muss ich noch ein bisschen für warten. Problematik, aber das passt gerade gut in das Thema. Also schön, dass du mich da drauf bringst. Ein Großteil von den Bauteilen, die wir heute im Fahrzeug einsetzen, basiert ja auf Flash-Technology. Also Flash-Speicher. Und naja, ich denke mal, ihr wisst alle, dass Flash-Speicher jetzt nicht so super haltbar ist. Also eure, keine Ahnung, ihr habt ein Kindchen gekriegt, da macht man ganz viele Fotos von und dann nehmt ihr euer USB-Stick, packt alle Fotos drauf und packt das in den Schrank. Und ich garantiere euch, nach 10 Jahren oder sowas, wenn man diesen USB-Stick wieder rausholt, wird nichts funktionieren. A, gibt es die USB-Schnittstelle nicht mehr, das wird schon das erste Problem, da muss man so eine Adapterpeitsche kaufen. Und das zweite ist, dass möglicherweise dann auch die Zustände dieses USB-Sticks, des Flash-Speichers, gekippte Bits haben oder. Wenn aber jetzt Autos heutzutage ja fast ausschließlich aus Flash-Speicher bestehen, dann ist es ja auch sehr naheliegend, dass wir wahrscheinlich ganz wenige in Zukunft noch als H-Kennzeichen in Deutschland umherfahren sehen werden. Und so ist es. Selbst der Golf 7, Golf 6, so rum, der schon durchaus so seine paar Jährchen auf dem Buckel hat, fängt jetzt schon an, dass einzelne Steuergeräte eben nicht mehr richtig funktionieren, weil der Flash-Baustein defekt ist. Jetzt wird niemand das Steuergerät entnehmen, den Flash-Baustein auslöten und einen anderen einlöten. Wir werden immer das Gesamtbauteil wieder ersetzen. Und die Automobilindustrie in Europa, ganz voran die in Deutschland, muss einem Kunden 30 Jahre lang Ersatzteile bieten. Versucht das mal für einen Käfer. Mittlerweile machen sich da so kleine Manufakturen breit, indem man dann auch mit Hammer bewaffnet nochmal Karosserieteile selber macht. 3D-Druck, also additive Fertigung. Ich weiß nicht, ob ihr einen 3D-Drucker zu Hause habt. Ich schon. Viel so für Miniaturen, weil ich die ja dann auch so als Tabletopper ganz gerne dann auch anmale. Also ein Resin-Drucker. Aber damit kann man eben abgefahrene Sachen machen. Wenn ich irgendwas für meine Autos oder sowas brauche, eine Halterung für was auch immer, dann kann man zum Schrott fahren, kann dann demjenigen irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro in die Spaßkasse werfen und hat dann die Bauteile auch, original, keine Frage. Aber letztendlich, einmal im Internet suchen, findet man die Bauteile meistens dann schon auch als SDL-File und kann sich die dann dementsprechend drucken. Und es gibt dann nur noch die Frage, was für ein Material es sein muss. Muss es irgendwie biegesteif sein, muss es in irgendeiner Art und Weise eben flexibel vielleicht sogar sein, dass es als Puffer für irgendetwas dient. Das ist dann Werkstoffkunde. Machen wir hier nicht. Das machen eher die Maschinenbauer. Aber ich denke mal, den Unterschied zwischen Kunststoff und Stahl, den könnt ihr euch so einigermaßen denken. Ne? Wenn ich euch einen mit einem Kunststoffrohr gebe, dann tut das weh. Aber wenn ich euch einen mit einem Stahlrohr gebe, dann tut das richtig weh. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Genau. Also, die Frage war, wie viel Kilogramm das sind. Ich sag mal im blauen Dunst hinein, beim Audi hier waren es etwa 40 Kilo. Etwa 40 Kilo, die im Fahrzeug mit uns rumfahren, die keine Miete bezahlen. Bei den Tests, wenn ein Fahrzeug auf die Strecke soll und dann wird ja bemessen, wie viel Diesel verbraucht er oder Benzin oder Kilowattstunden, dann seid gewiss, dass dort ein sogenannter Normmensch hinterm Steuer sitzt. So ein Normmensch wiegt 60 Kilo. Ich bin kein Normmensch. Ihr könnt jetzt selber für euch interpretieren, ob ihr ein Normmensch seid oder nicht. Seid ihr es nicht, ist schon ziemlich klar, dass wenn ihr das Fahrzeug bewegt, deutlich mehr
Spritverbrauch oder Stromverbrauch sich einhergeht. Wenn ihr so ein Fahrzeug als Familienkutsche kauft, weil ihr da zu sechs, siebt drin sitzen wollt, hier so ein T7-Bus oder sowas, ist ja alles schick. Der hat dann auch irgendwo seine so und so viele Kilometer auf 100, so und so viele Liter auf 100 Kilometer. Und auch das ist mit einem Normmensch und der saß alleine drin bemessen worden. Wenn er also jetzt die Hütte komplett voll macht und in Urlaub fahrt, dann rechnet man damit, dass er ein gutes Drittel mehr verbraucht. Das ist leider Gottes reines Marketing. Und auch hier, wenn dieser, das sind Kupferadern, die wir da drin sehen. Das Kennbus ist Twisted Pair Kupferdraht. Wenn wir den einsparen könnten, weil wir weniger Kommunikation haben, weniger Steuergeräte, also auch weniger Busleitungen benötigen, dann könnten wir vielleicht die Hälfte von diesen 40 Kilo einsparen. Vielleicht. 20 Kilo macht den Kohl jetzt nicht fett. Bloß, um am Ende nicht 7 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen zu müssen, was man dann auch in das Datenblatt schreiben muss, sondern nur 6,9, hilft es manchmal so ein bisschen zu entschlacken. Ja? Dann wird eben da und da nochmal was weggeschnitten und zack, auf einmal kriegt er das hin, dass er auf die 6,9 Liter kommt. Das sind wie Schwellenpreise. Geht ihr irgendwo was einkaufen und da heißt es, oh, das Ding kostet 300 Euro. Das bin ich aber jetzt nicht bereit auszugeben. Dann geht man eine Woche später hin und sagt, oh, es kostet 299 Euro. Das klingt ja schon besser. Die Differenz ist 1 Euro. Ne? Ihr kennt die Schwellenpreise alle und auswendig, ihr seid damit groß geworden. 299,99. Es ist halt nicht ganz 300 Euro. Auch wenn nur ein Cent fehlt, macht das was mit einem. Und das ist hier genau das Gleiche. Diese Onboard-Diagnose hatte ich, weiß ich nicht, ob ich es euch schon gesagt hatte, in vernetzten Systemen habe ich es vor ein paar Wochen schon erwähnt gehabt. Das ist eigentlich eine Errungenschaft der Amerikaner. Jetzt lästern wir deutsche Automobilisten immer sehr oft über die Autos in Amerika, außer die Ford Mustangs, die sind alle toll. Spaß beiseite. Die Amerikaner waren sehr schnell, vor allem in einem Staat, das ist nämlich Kalifornien, zu erkennen, dass die Emissionen, die aus einem Verbrennungsmotor herauskommen, dass die Umwelt verpesten. Sagen wir mal so, wie es ist. Und müsst ihr mal alte Dokumentationen über Los Angeles allen voran euch anschauen, so aus den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahren. Da werdet ihr immer so eine Dunstglocke über Los Angeles sehen. In einigen Kinofilmen. Ich bringe euch mal eine Liste mit, da könnt ihr das dann nachsehen. Da merkt ihr das dann auch, dass immer so eine Dunstglocke über Los Angeles ist. So, ich habe meinen Innentürgriff 3D gedruckt, da der Originale kaputt gegangen ist und nicht mehr auf dem Schrottplatz zu bekommen war. Ja, auf dem Schrottplatz nicht. Aber für mindestens 300 Euro hättest du hier im Teile-Shop bei Fürth bekommen. Gehe ich fast von aus. Ne? Aber das ist ein gutes Beispiel. Also danke Kai, dass du da auch nochmal was dazu beigetragen hast. Diese ganze additive Fertigung mit 3D-Drucker. Desto früher man eigentlich damit anfängt, sich mit 3D-Design oder Ähnlichem zu beschäftigen, umso mehr kann man am Ende davon partizipieren. Ich hatte eine alte Kettensäge von Stihl, oder Stihl, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Für die gibt es keine Ersatzteile mehr. Die ist einfach deprecated. Die funktioniert aber was soll daran sein? Es ist ein Motor und es dreht sich ein Teil, nämlich die Kette. Das Problem war, dass das Antriebsritzel, das ist letztendlich nichts anderes als ein Zahnrad. In einer ganz bestimmten Zahngröße, dann auch der Winkel und so weiter und so fort, alles letztendlich messbar. Das nimmt man raus, vermisst das ordentlich mit einer Schiebeleger und anderen Möglichkeiten. Dann setzt man sich an seinen AutoCAD Fusion, sitzt sich vielleicht 3, 4, 5 Minuten damit aus. Wenn man ein bisschen Erfahrung darin hat, geht das tatsächlich so schnell. Und dann hat man dort sein Bauteil. Das macht man dann so dick, wie man es braucht. Und dann drückt man auf Go und dann wird es gedruckt. Und etwa 2, 3, 4, 5 Stunden später kommt dieses Objekt dann quasi aus dem Drucker raus. Man packt es an Ort und Stelle und lässt die Kettensäge plötzlich wieder laufen. Oh, dann wird man merken, es geht. Aber vielleicht ist das Material bei Dauerbetrieb dann tatsächlich nicht so das Beste. Materialwert 40 Cent, wenn man ein günstiges Filament bekommt. Wenn man dann sagt, okay, wir machen das jetzt ganz aus Resin und dementsprechend richtig hart. Dass es fast an die Eigenschaften von Stahl kommt, fast, wie gesagt, dann ist der Materialwert vielleicht bei 6 Euro, aber ich kann meine Kettensäge wieder einsetzen. Ich muss die nicht verschrotten. Und das Thema Verschrottung ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Es hat einen Beigeschmack. Wenn ich alle 2, 3, 4, 5, 8 Jahre mir ein neues Auto kaufe und das eben nicht in den
Sekundärmarkt übergebe, also irgendwie jemanden den von mir abkauft, dann landen diese Sachen auf dem Schrottplatz und werden, wenn nicht benötigt, tatsächlich thermisch verbrannt. Also ne, da wird dann dementsprechend, keine Ahnung, ein Kohleofen für verwendet oder. Stahl wird wieder eingeschmolzen, Aluminium lässt sich zu fast 100% recyceln. Also das sind auch so Dinge, die muss man einfach mal mit auf der Agenda haben, dass wir ja nicht nur einen Footprint hier hinterlassen, weil wir irgendwie ausatmen oder weil irgendwelche Kühe pupsen. Das ist auch schlimm. Ne? Die ganzen Kühe, die blasen auch ganz viel Methan und andere Substanzen in die Atmosphäre. Das soll das jetzt nicht schönreden. Ne? Von der AIDA hinten winken ist viel schlimmer, als einer Kuh beim Furzen zuzusehen. Aber irgendwo muss man eben dann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir wollen alle mobil sein, wir müssen teilweise alle mobil sein. Und dann kann man auch mal schauen, dass es Alternativen gibt. Die müssen aber zwischen dieser kleinsten Violine der Welt irgendwo passen. Und ich glaube nicht, dass wenn jetzt jemand von euch sich ein neues Auto leisten könnte, dass er dann gleich bei 60.000, 70.000 Euro landet, sondern da wird man irgendwo im niederstelligen Bereich landen. Was selbstverständlich ist. Ich habe auch keinen Bock, für Mobilität derartig viel Geld auszugeben. Sehr gut. So, diese OBD-Schnittstelle. Gehen wir zurück nach Kalifornien. Die hatten das große Problem, dass eben diese Dunstglocke da war. Und das war wirklich ein Riesenproblem, weil die Atemwege angegriffen worden sind. Das war also wirklich schon medizinischer Grund. Und da hat sich dann die Regierung von Kalifornien, die ist ja in so einzelne States immer aufgeteilt. Ne? Das muss man einfach sich mal so vor Augen halten. Amerika ist halt zwar United States of America, aber Kalifornien macht sein eigenes Ding, Florida macht sein eigenes Ding und so weiter und so fort. Ein bisschen wie Bundesländer hier auch. Wobei wir da doch durch den Föderalismus uns an vielen Stellen, bis auf Bildung, ziemlich einig sind. So, diese Highway Patrols, wer die mal live gesehen hat, das sind also wirklich ganz ulkige Menschen. Die warten dann irgendwie am Highway hinter so einem großen Schild und warten darauf, dass irgendeiner mit einer erhöhten Geschwindigkeit an einem vorbeifährt. Die haben keine Messeinrichtung. Die blitzen nicht. Die gucken einfach, oh, das war zu schnell, weil es möglicherweise zu laut war. Oder. Einen richtigen Indikator haben die meistens nicht. Aber dann ballern die hinter einem her und sagen hier rechts raus und dann gucken sie einen an und sagen, ja, hier, dein Auto, das stinkt. Und macht mir auch mal komische Gedanken und sagt sich, ja, woran könnte es denn liegen? Vielleicht eine Leiche hinten drin oder. So, die werden dann auch sehr kiebig. Vor allem wurden die kiebig, wenn hinten so braune, schwarze Schwarten aus dem Auspuff rauskamen. Das fanden die richtig blöd, weil die wussten, das zusammenzusetzen eben mit diesem ganzen Smog, der da herrscht. Im Übrigen, Tokio war auch mal so ein Problem. Mittlerweile kann man da tatsächlich wieder ohne weiteres auch atmen. Also die Asiaten, gerade so 1980, 90, wenn die immer eine Maske auf hatten, das war nicht, weil die Angst vor irgendwelchen Krankheiten hatten, sondern es war tatsächlich wirklich der Smog. Und das war in Los Angeles das Gleiche. Die Regierung meinte dann, okay, wir müssen eine Messeinheit haben. Wir müssen messen können, wie viel Schadstoffe dieses Fahrzeug im Betrieb rausbläst. Im Betrieb. Denkt man 2015 zurück. Ne? So Dieselskandal auf dem Prüfstand. Abgasmessung, lass ich mal so stehen. Genau das Gleiche hat man in den 80er Jahren auch gemacht. Bloß halt mit einem viel komplizierterem Konstrukt, weil schwer und schlecht zu handhaben. Aber da ist eben die Highway Patrol dann los, hat das angestöpselt und musste da irgendwo eine standardisierte Buchse für definieren. Das haben die mit der Automobilindustrie in Amerika dann zusammen gemacht und das schwappte dann so ein bisschen rüber nach Europa, weil irgendwie war es ja cool. Messdaten aus dem Betrieb heraus analysieren zu können. Und damit ist die sogenannte Onboard-Diagnose entstanden. Die hat geguckt, bevor am Ende hinten schwarze Schwaden rauskommen, dass es möglicherweise in Zukunft dazu kommt. Und dann konnte man schon mal in die Werkstatt, möglicherweise einen Filter austauschen oder eine Abgasanlage ersetzen oder. Der Highway Patrol Mensch, der kam also hin, hat das angestöpselt und der hat dann letztendlich seine Zahlen da durchgesehen. Und gesagt, okay, ist im Rahmen, weiterfahren. Oder nicht im Rahmen, verschrotten lassen oder irgendwelches andere schlimme Sachen. Heute nutzen wir diese Schnittstelle für so viele andere Dinge. Wir können also Parameter aus unserem Fahrzeug herausnehmen. Das schauen wir uns dann auch nochmal an. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir die Veranstaltung online machen, weil dann kann ich das bei mir in der Garage tun. Da habe ich nämlich das ganze Werkzeug dafür.
dass wir uns dann mal diese einzelnen Messblöcke anschauen und im Live-Betrieb, dass wir mal die Temperatur beim Steigen anschauen und so weiter, die Drehzahl dann korrespondierend dazu. Das sind alles Dinge, das macht eigentlich Spaß, wenn man es dann auch mal wirklich sehen kann. Wie gesagt, heutzutage unglaublich viel, was man da machen kann. Wir können über diese OBD-Schnittstelle auch Funktionen nachträglich freischalten. Ja, wie die meisten ja wissen, ein Golf 6 Cabrio ist ja auch kein Geheimnis, steht ja auch außen vor der Tür. Und naja, wenn man sich das damals konfiguriert hatte, habe ich die gleichen Probleme gehabt wie ihr auch. Viele Wünsche, wenig Kohle. Ne? Also habe ich gesagt, was ist für mich wichtig? Lederausstattung, wichtig. Großer Motor, wichtig. Schwarz muss er sein, weil das Ding hat ja den Codenamen Black Pearl. Also, ne? Dementsprechend muss es dann auch irgendwo diesen Farbwert haben. Am besten noch Metallic-Lack. Da bin ich kleiner Purist, weil man das besser Hochglanz polieren kann. Macht Metallic-Lack immer Spaß. Und so weiter und so fort. Dicke Felgen und ach, was man nicht so alles möchte. Und dann kommt man plötzlich in diese feingranularen Dinge. Und man merkt, naja, 800 Euro für eine Freisprecheinrichtung. Tut die was für mich? Ja, ich kann freisprechen. Naja, ich kann das Handy ja auch so aufs Knie legen und Lautsprecher. Ja, das sparen wir uns. Navigationssystem mit Bluetooth. Was ist Bluetooth? Brauche ich nicht. Etwa 14 Tage nach dem Kauf, sprich nachdem ich das dann aus dem Glaspalast abgeholt habe, wusste ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Weil Bluetooth plötzlich dann irgendwo der Standard war, mit dem ich eben meine Musik auch ans Radio übertragen konnte. Und meine Podcast möglicherweise und viele andere Dinge. Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe gedacht, okay, kann ich das jetzt irgendwie nochmal retten, ohne das Auto zurückgeben zu müssen und einzugestehen, dass das gerade ein Fehlkauf war. Und ich kann, denn wenn ich ein bestimmtes Navigationssystem eingekauft habe, sind gewisse Dinge dort schon verbaut, nur nicht aktiviert. Und das ist ein ganz toller Vorteil, wenn man nämlich weiß, was man tut. Dann nimmt man sich seinen Computer her, tippert ein paar neue Bits in ganz bestimmte Bytes hinein und plötzlich sagt das Infotainment-System, ja, hier, das ist der Bluetooth-Code. Koppel das mal mit deinem Telefon. Und dann koppelt man das und dann hat man plötzlich Musik im Auto von seinem Smartphone. Haken. Freisprecheinrichtung. Auch wieder mehrere kleine Bits in bestimmten Bytes ändern und zack, ich habe plötzlich eine Freisprecheinrichtung. Ich kann also dementsprechend die Multifunktionstasten auf meinem Lenkrad fürs Handy benutzen. Und da es ja über Bluetooth angestöpselt ist, funktioniert das auch. Ich habe zwar kein physisches Mikrofon, aber die iPhones und alle Vorgänger davon, die waren ja schon nicht schlecht, was die Mikrofone betraf. Sicherlich geht da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr, aber um damit telefonieren zu können, reicht das allemal aus. Was war ich stolz? Bis ich das erste Mal zur Inspektion musste. Und bei der Inspektion hieß es dann, naja, so ein bisschen Luftfilter tauschen und mal ein bisschen nach den Bremsen gucken und das DSG-Schaltgetriebe braucht auch mal eine Schmierung und all so ein Krams, also rechnen Sie mit, weiß ich nicht, 400 Euro. Tat das weh. Und dann habe ich das Auto abgeholt und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mich schon gewundert, warum so ein paar Sachen nicht funktionierten und plötzlich wurde mir klar, so einiges. Eure Fahrgestellnummer ist bei Volkswagen gespeichert. Die Liste an offiziell gekauften Elementen ist bei Volkswagen gespeichert. Wenn ihr also jetzt dorthin fahrt und sagt, haha, ich hätte gerne Inspektion oder was auch immer, dann gucken die auch automatisch, ob es für eure Steuergeräte Updates gibt. Und das machen die dann. Aber natürlich mit dem Funktionsumfang, für den ihr ursprünglich mal bezahlt habt. Also muss ich nach jeder Inspektion diesen ganzen Kladderadatsch nochmal machen. Es übt. Auf jeden Fall. Also es dauert nicht mehr so lange wie am Anfang, aber das muss man sich einfach vor Augen halten. Ne? Letztendlich ist das alles abgespeichert und wird dann dementsprechend wieder in diesen Zustand überführt. Man kann es dann wieder überschreiben, keine Frage, aber nur damit das mal gehört habt. Diese Diagnostic Trouble Codes, die DTCs, die weiß ich gar nicht, ob wir sie hier live sehen können. Normalerweise ist mein Auto relativ heile. Wenn wir dann da dran gehen und finden vielleicht doch nochmal den einen oder andere Fehlermeldung, vielleicht muss ich mal ein Kabel abziehen oder sowas, dann können wir das irgendwie herstellen. Aber unter normalen Umständen, immer dann, wenn man sie sehen will, sind sie nicht da. Also gerade Fehlercodes ist immer so eine Sache. Ich habe Bilder auch für heute, für den Kurs heute mitgebracht, dass man mal sieht, was da so passieren könnte. Aber wenn wir es dann live machen,
müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir das nächste Woche dann gleich schon in Angriff nehmen. Sorry, wenn es dann nicht da ist. Ich werde euch noch ein paar Funktionen zeigen, Messblöcke und so weiter und wie ich dann möglicherweise auch relativ gut und einfach den Service zurücksetzen kann. Ne? Wenn euch das nervt, Gong, bitte zum Inspektion fahren. Ne? Zeige ich euch, wie man das wegmacht. Kann man gut Geld verdienen nebenbei mit. Wenn dann andere Leute das auch wollen, in irgendwelchen Foren dann sagen, bitte macht das mal zurück, ich will das nicht mehr. Ja, gibt es irgendwie hier mal einen Fünfer, da mal einen Zehner. Also reich wird man davon nicht, aber bedenkt bitte auch, ihr braucht für diesen ganzen Unterfangen natürlich auch einen Werkstatttester. Und der kostet auch so seine 400 bis 600 Euro. Ohne dem läuft es halt nicht. Ne? Ja, Golf 3 habe ich auch irgendwann mal besessen. Da war die OBD-Schnittstelle unterhalb der, was ist das? Das ist die Klimatronic, glaube ich, also die Aircondition. Da muss man so ein Element zur Seite wegschieben und dann war die Schnittstelle frei. Heute hat das zumindest im VAG-Konzern eigentlich jedes Fahrzeug unter dem Lenkrad auf der linken Seite. Wenn ihr mit der Hand versucht, eure Motorhaube zu entriegeln, dann seid ihr schon fast an der OBD-Schnittstelle. Da mal den Kopf drunter halten. Ich versuche das dann mal bei mir dann schön zu beleuchten mit einer Kamera, dass ihr das auch wirklich sehen könnt. Muss ich am Wochenende mal ein bisschen testen, dass das gut funktioniert. Da ist meistens so eine OBD-Schnittstelle, die ist entweder so bläulich gehalten oder lila gehalten. Also man sieht sie. Wenn noch nichts drin steckt, dann sieht man sie auf jeden Fall. Wenn der Vorbesitzer da irgendwelche China-Importe, OBD zu Wi-Fi oder was auch immer reingestopft hat, dann ist das möglicherweise nicht so leicht zu erkennen. Aber dann zieht er das Element raus und sieht da, dann ist dahinter irgendwas anderes Schönes, nämlich dann die reguläre OBD-Schnittstelle. Die hat sich in den Jahren noch nicht geändert. Also die sieht immer noch so aus wie anno dazumal. Das Einzige, was damit verknüpft ist, ist natürlich meine gesamte Steuergeräteinfrastruktur. Ich kann darüber wirklich jeden Zustand meiner Steuergeräte auslesen und ich kann sie auch neu beschreiben. Bis hin zu vollständigem Flashen. Das ist über einen CAN-Bus mit seinen 500 Kilobits bis runter zu 125 Kilobits natürlich eine ziemliche Tortur. Ne? Also das fühlt sich an, als hätte man wieder 1996 und downloadet irgendwie World of Warcraft. Das dauert. Das dauert Tage. Also so ein Steuergeräteverbund von einem aktuellen Fahrzeug, so 50, 60 Steuergeräte, da ist man eine gute halbe Stunde daran, einfach nur die Software dementsprechend auf die Chips draufzuladen, weil die Bussysteme nicht so schnell sind wie Gigabit Ethernet. Ne? Monitoring und Regulation von eben den Emissionen ist so die Hauptaufgabe gewesen. Also wenn ich euch irgendwann mal eine fiese Frage stelle und sage, ne, wozu ist OBD da oder ursprünglich mal gedacht gewesen, dann eben zur Messung von den Abgaswerte. Ich habe da sicherlich schon mal was von gehört. Gibt es ja auch die Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung, wenn ihr zum TÜV fahrt. Das war eben auch einer dieser Bestandteile, der dann dazu beigetragen hat, euer Fahrzeug kann oder überlebt die Abgasprüfung nicht. Es bläst zu viele Schadstoffe raus. Braucht man möglicherweise einen neuen Cut, möglicherweise einen neuen Auspuff, Mitteltopf, Krümmer oder, kann an vielen Gründen liegen. Meistens, wenn man dann unten drunter mal schaut ans Fahrzeug, dann merkt man schon, woran es liegt. Wenn dann so ein weggegammelter Mitteltopf da irgendwo ist, macht einen ordentlichen Sound, wenn der weggegammelt ist, definitiv. Also klingt gut, da kriegt man auch aus dem alten Polo ordentlich Sound raus. Aber ist halt nicht erlaubt und sorgt halt dafür, dass am Ende die Abgase dementsprechend schadstoffreich sind. Fehlerspeicher und eben auch die Emissionen werden nicht nur detektiert, sondern auch gespeichert, sofern notwendig. Ne? Emissionen immer über einen längeren Zeitraum und auch im VAG-Konzern bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sogar auch in Form mit, oh, es wird gerade protokolliert, also mache ich etwas bisschen anders. Mal mir die Welt, wie sie mir gefällt. Die sogenannte Abschaltautomatik. Das Fahrzeug erkannte, dass eben so eine OBD-Schnittstelle angesteckt worden ist und agiert dann dementsprechend nach einem anderen Programm. Ne? Da ist plötzlich die ganze Reinigung und so weiter völlig aktiv auf dem Prüfstand, beim TÜV, bei der Hauptuntersuchung, gar kein Problem, alles sauber, alles toll. Macht man das im laufenden Betrieb, merkt das Auto, uch, da ist ja kein Tester dran, ich muss nicht artig sein und blase dementsprechend ganz viele Emissionen raus. Ist eine Schweinerei, keine Frage,
hat man mittlerweile aber auch schon fast alles wieder vergessen, weil 2015 ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her. Ne? So, die PIN-Belegung werde ich euch nie auswendig verlangen, dass ihr das könnt. Wir haben hier J1850 Bus, wir haben Chassis Ground, wir haben Signal Ground, wir haben Ken High, das ist die Standards, die dazu sind. Wir haben noch Powerline, Battery Power und alle möglichen anderen Dinge, die da existieren. Also so sieht der Stecker aus und bedient unterschiedliche Protokolle. Ich kann also sowohl den Ken Bus, also Ken High, High Speed Ken, Ken Low, Low Speed Ken adressieren. Ich kann auch irgendwelche ISO-Elemente mit die Carline kann ich dementsprechend adressieren. Das sind alles Bussysteme, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Der Kennbus ist hier noch mit das aktuellste. Das ist auch das, was wir die meiste Zeit im Fahrzeug verwenden. So ein Gerät wie hier, das ist jetzt nicht das, was ich habe. Ich habe dann noch ein deutlich günstigeres, aber wenn man ein bisschen über Geld verfügt, kann man sich auch so ein schönes Tablet gönnen. Und da sieht man eine Kleinigkeit schon relativ gut. Da auf dem Gerät sind so Symbole drauf. Und diese Symbole sind die Hersteller. Mercedes, BMW, Lexus, Ford, Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, ganz viele unterschiedliche. Und um am Ende die Fehlerspeicher und auch die WWchen des konkreten Fahrzeugs nicht nur auslesen, sondern auch interpretieren zu können, was da steht, ne, Türsteuergerät links kaputt, diese Labels dazu, das kostet Lizenzgebühren. Gut und gerne mal so richtig viel Geld am Ende des Jahres. Und das nicht nur für einen, sondern für jeden. Ich muss also, wenn ich ein Audi-Vertragspartner bin und möglicherweise auch Kunden mit einem Volkswagen kommen, dann muss ich zweimal Lizenzgebühren bezahlen dafür. Nämlich einmal für Audi und einmal für Volkswagen. Ein bisschen schizophren, weil eigentlich alles unter dem Volkswagen-Konzern ja vereinheitlicht ist. Da ist Skoda drunter, da ist Seat drunter, da ist Audi drunter, da ist sogar Porsche drunter. Letztendlich sogar der Bugatti Veyron, wenn man ihn denn hat, ließe sich normalerweise unter der VAG wiederfinden. Aber ne, Schweinchen schlau, einfach für alles dementsprechend Geld einsacken, ist ein ganz guter Prozess. Immer mal merken, wenn ihr irgendwann mal selber eine Firma habt, für alles dementsprechend Geld absahnen, ist eine super Einnahmequelle. Grundsätzlich. Wenn man dann auch noch tolle Sachen produziert und die Leute das dann auch gerne bezahlen oder dazu genötigt sind, weil sie nichts anderes Vergleichbares am Markt existiert, hat also eine Art Monopol, immer raus damit. Auf jeden Fall ganz, ganz sinnvoll. So, wir haben bei diesem Gerät hier die Möglichkeit, das auf der einen Seite mit dem Gerät zu verknüpfen, über ein Kabel, und auf der anderen Seite dann dementsprechend mit dem Fahrzeug. Weil man auch mit einem bisschen tricksen, da muss man also noch eine Zusatzlizenz haben oder eben genau wissen, was man tut, auch die Airbags abschießen könnte. Wenn ihr so ein Airbag, seid ihr jetzt mal einfach ein Autoverwerter, dann wird er das Lenkrad dementsprechend so ein bisschen anlösen und den Airbag rausmachen. Es kann aber immer was passieren. Ihr habt euren guten Vera-Schraubendreher in der Hand und drückt da irgendwas rum und auf einmal explodiert das Ding. Ihr habt euren Vera-Schraubendreher dann in euer eigenes Hirn gerammt. Das ist ungünstig, das tut weh, das will auch keiner sehen. Und von daher gibt es auch dort die Möglichkeiten, das extern zu steuern, / extern zu sprengen. Diese Kabel sind eigentlich immer so um die 3 Meter lang. Dass ich es also aus dem Fahrzeug rausnehmen kann, dementsprechend mich ein bisschen wegbewege, Go drücke, dann explodieren dann nacheinander die einzelnen Airbags. Die dürfen eh nicht recycelt werden oder ein altes Airbag in ein neues Auto oder sowas. Es müssen immer neue Gerätschaften sein, deswegen sind die auch so teuer. Müssen dann dementsprechend gesprengt werden. Könnt ihr euch aber witzige YouTube-Videos anschauen, wo man, keine Ahnung, auf einem Bürostuhl einen Airbag montiert und jemanden draufsetzen lässt und dann das Ding abfeuert, wie hoch der fliegen kann und solche Dinge. Ganz top, putzige Sachen. Nie nachmachen, aber ne, ihr seid alle erwachsen, ihr könnt euch das angucken und vielleicht den einen oder anderen Schmunzler dementsprechend euch dann auch entlocken lassen. So, es gibt noch andere Peripheriegeräte. Es gibt das Ganze auch als per USB. Ich habe das mittlerweile per USB-A und habe dementsprechend ein USB-A-Kabel. Das kann ich bei mir an den Rechner anschließen, wohlgemerkt nicht an diesen hier, denn der hat nur noch USB-C-Schnittstellen. Aber an so eine etwas ältere Büchse ist das gar kein Problem. Dranstöpseln, wohlfühlen. Nach einer kleinen Treiberinstallation und vor allem auch ganz viel Kämpfen mit Windows 10 kriegt man es hin.
Idealerweise empfehle ich euch gleich Windows 7 oder noch älter. Darauf funktioniert die Software tatsächlich am besten. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch irgendwann keine Lust mehr gehabt, da Forensik zu betreiben, aber die ganze Treiberarchitektur ist ziemlich gruselig. Unter einem Linux kriegt man es nicht zu laufen. Das ist tatsächlich ein Werkzeug, das ausschließlich unter Windows funktioniert. Kotz. Ja, wäre schön, wenn ich es auch im Mac machen könnte. Ich würde die Applikation sogar selber schreiben, wenn es notwendig ist, aber ich kriege nicht mal die Treiber zum Leben. Ne? Muss man dann mal gucken. Kann ich euch das größer machen? Gerade nicht. Aber ich kann euch auf jeden Fall vorlesen, was ihr da seht. Hier im Hörsaal kann man es einigermaßen erkennen, wenn man die Augen zukneift. Wir haben dort das sogenannte VCDS. Das ist das Werkzeug, mit dem ich auch arbeite, um diese Steuergeräte auszulesen, Fehlerspeicher, möglicherweise Funktionenanpassungen zu machen, etc. Und wir sehen hier ein Fenster, das zusätzlich geöffnet ist, das mir sagt, meine Installationsliste vom Fahrzeug. Das heißt, wenn mir irgendjemand gesagt hat, das Auto hat diese und diese und diese Extras und ihr habt das auf irgendeinem Hinterhof hinter so einer Dönerbude gekauft und ihr stöpselt es dann mal an und seht, dass irgendwie nur die Hälfte von den versprochenen Assistenzsystemen da überhaupt verbaut drin ist, ja, dann wurde offenkundig über den Tisch gezogen. Ein normaler Mensch sieht es nicht, weil der guckt da nicht rein. Hier haben wir die komplette Verbauliste. Wir können genau sagen, welches Steuergerät ist verbaut, welches nicht. Und das ist der erste Ansatz, um zu schauen, was man an seinem Fahrzeug denn noch so ein bisschen tweaken könnte. Ich weiß, ich habe dieses Steuergerät drin, ich habe aber diese und diese Funktion nicht. Das Steuergerät wäre aber in der Lage, das und das und das zu machen. Dann kriege ich es hin. Ich kann nicht relativ schnell nachträglich eine Rückfahrkamera montieren. Die muss ich dann halt verdrahten. Das ist der größte Aufwand. Das vor allem auch schön zu machen. Das also, wenn irgendwann mal jemand wirklich guckt, dass da keine Kabel irgendwo runterhängen, bitte. Rumfuschen ist immer Mist. Also versicherungstechnisch an Assistenzsystemen würde ich nie rangehen. Also das ist eine ganz, ganz bitterböse Sache. Eure Infotainment-Systeme ein bisschen abzugraden oder euer Tachosystem von Rot auf Blau umzuschalten, weil ihr es schöner findet, ist jetzt nicht sicherheitskritisch. Aber sicherheitskritische Dinge sollten man natürlich ganz, 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 ganz vorsichtig betrachten. Kartoffelchip-Tuning, ne? Also eine Dose Pringles in den Kofferraum und dann läuft die Möhre ordentlich schnell, mit Vorsicht zu genießen. Also das Anpassen von Motorkennzahlen ist eben etwas, das lässt sich zwar reversibel behandeln, indem man einfach die alten Kennzahlen wieder einträgt, aber wenn der schon explodiert ist, dann helfen ihm die alten Kennzahlen auch nichts mehr. Also gerade das ganze Taktieren, oberer Totpunkt, würde jetzt alles viel zu sehr in regelrechte Fahrzeugtechnik abschweifen, Aggregattechnik dann auch. Aber was man machen kann, ist die Temperaturbereiche ein bisschen eingrenzen. Die sind per Definition im europäischen Bereich zwischen minus 25 Grad und plus 60 Grad etwa definiert. Wenn man etwa weiß, dass es sehr selten minus 25 Grad sind, dann kann man da schon mal auf minus 10 gehen. Und wenn man auch irgendwie nicht in der absoluten Sonnenhitze fährt und das Auto vielleicht auch eher weiß und nicht schwarz ist, dann kann ich auch von den plus 60 Grad ein bisschen runter. Das heißt, ich habe Puffer. Dann kann ich natürlich mehr Energie auch von meinem Motor abverlangen. Das ist aber Mühe. Ne? Letztendlich, auch wenn ihr irgendwo zum Chip-Tuner geht, der macht euch aus 180 PS 200 PS, das ist kein Problem. Und gibt euch dann aber, wenn überhaupt, irgendwie eine Garantie für Laufleistung. Dann sagt er irgendwie 100.000 Kilometer, darfst du jetzt damit fahren und danach Sense, dann hast du keine Garantie mehr. Wenn euch aber kapitaler Motorschaden erstmal erfolgt ist, dann ist meistens diese Firma, wo es gemacht hat, auf dubiose Weise pleite gegangen oder. Also idealerweise, wenn ihr was Teures haben wollt und was Dickes in eurem Motor, dann kauft ihn gleich groß. Das ist die sicherste Variante. Wenn ihr ein GTI haben wollt, dann kauft euch ein GTI. Es ist ja nicht nur, dass der Motor dadurch irgendwo größer ist, sondern es ist ja auch die Ausstattung, die dann damit ja auch verbunden ist. Wobei aus jedem GTI, aus jedem einigermaßen gut ausgestatteten Golf lässt sich auch irgendwie ein GTI machen. Ne? Geht. So, was sehen wir hier? Ich habe meine Verbauliste und das Schöne oder nicht Schöne dabei ist, dass hier so eine gewisse Art von Denglisch drin ist. Einige Funktionen sind deutsch, andere Funktionen sind wieder englisch. Fragt mich nicht, warum das so ist. Das ist offensichtlich so und das muss offensichtlich so sein. Wir sehen hier
Adaptive Cruise Control installed, PRST4. Das heißt, wir haben hier wirklich auch die Kennung meines Geräts. Wenn ihr mal Leasingfahrzeuge bekommt und ihr bekommt dann so eine Anzahl oder von unterschiedlichen Fahrzeugen, da stehen hier immer so komische Kennungen. Das Ding hat Adaptive Cruise Control. PRST4. Das sind so Kürzel. Die nutzen eigentlich ganz, ganz viele sehr, sehr gerne. Das sind kryptische Kürzel. Die packen sie dann alle in eine solche Zeile rein, dann müsst ihr ganz genau gucken, was ist das jetzt. Ihr findet jedes einzelne dieser Konstrukte auch immer im Internet. Das ist kein Problem. Es gibt da diverse coole Foren, die dann auch solche Sachen grundsätzlich posten. Also das ist kein riesen Hexenwerk. Aber letztendlich stecken diese Dinge auch hier in meiner Verbauliste drin. Was haben wir noch? Ambient Light, also ein Ambientlicht. Nur diese schönen durchzogenen Lichtleisten dann an den Türwandungen, die ich dann möglicherweise, ne, es kommt noch der Hit, Ambient Light installed, und dann gibt es noch Ambient Light Dynamic und so ein Spaß, dass man dann, ne, auch so eine schöne Lichtleiste nach vorne oder sowas, so Blinklichter, Disco-Stu dann machen kann. Das ist also durchaus Sachen, da kann man sich richtig auslassen, wenn man will. Acoustic Parking System Front installed, Acoustic Parking System Rear installed. Das heißt also akustisches Parksystem. Das ist die Pieper. Das sind die, wo ich zurückfahre und dann macht es piep, 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 piep. Das ist nicht Rückfahrkamera, das ist nicht irgendwie automatisiertes Einparken, das ist wirklich die absolute Basis. Das sind die Park Distance Controls, ne, die PDCs. Was haben wir noch? Was haben wir hier? Tire Pressure Monitoring System, Sunroof ist installed, ist auch wichtig. Das Auto hat einen Sunroof, also dementsprechend ein Schiebedach. Ne? Weil wenn das Schiebedach verbaut ist, dann soll es auch bitte funktionieren. Und das ist natürlich beim TÜV auch ganz, 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 ganz wichtig. Oh, das sage ich besser nochmal. Wenn ihr nämlich Dinge nachträglich montiert, wie zum Beispiel Nebelscheinwerfer, weil er die cool findet, optisch, die funktionieren aber gar nicht, dann kommt irgendwann der TÜV und sagt, Fehler. Du hast Nebelscheinwerfer, dein Schalter kann gar keine Nebelscheinwerfer anmachen und die funktionieren noch nicht. Du musst jetzt in 2 Wochen nochmal kommen und das bitte vorstellen, dass es funktioniert. Ihr habt also Zeitdruck, nur weil das irgendwie optisch cool findet. Alles, was ihr verbaut, muss funktionsfähig sein, sonst kriegt ihr keine Zulassung. Sunroof haben wir. Adaptive Air Suspension, immer nice, Luftfederung, adaptiv sogar, macht Spaß. Dann Rain Sensor, das ist eigentlich nicht wirklich viel wichtig, aber naja, im Cabrio ist es schön, wenn der Regensensor, original kann es das Cabrio nicht, aber wenn man ein bisschen tweakt, ne, dann ist es so, dass wenn dann der Regensensor meldet, es regnet und das Dach ist offen, dann kann es automatisch schließen. Ist in Deutschland verboten. Würde ich auch niemandem empfehlen, es einzuprogrammieren. Denn das verbraucht Strom im Stand und kann dafür sorgen, dass wenn ihr dann einen Diesel oder auch einen Benziner, ist eigentlich unerheblich, welcher dieser Motoren ihr verwendet, kann möglicherweise dazu führen, dass er dann eben ja, Strom gezogen hat und danach nicht mehr anspringt, weil die Batterie unter einer hohen Last dann eben war. Das sind einfach Dinge, die gentechnisch wurden aber von Volkswagen oder einem anderen Automobilhersteller nicht freigegeben für die Kunden, weil da irgendwie noch ein bisschen Bedarf an Forschung existiert. Was haben wir noch? Seat Adjustment Front und Rear ist auch nice. Multifunction Steering Wheel, also Multifunktionslenkrad. Lane Change Assist, Lane Holding Assist, Backup Camera und so weiter und so fort. Also wenn man immer schon mal wissen wollte, was man eigentlich alles in so einem kleinen Auto hat, einmal die Gateway-Liste durchspielen, einmal die Verbauliste durchspielen und dann wird man ganz froh oder nicht froh sein. Im Endeffekt hilft einem die Information nur, wenn man wirklich der Meinung ist, man muss da einige Funktionen irgendwie abändern. Diese OBD-Codes, die zeichnen sich etwa so ab. Die haben eigentlich immer die Form von einer Ziffer. Ziffer? Nee, von einem Buchstaben, einer Ziffer und einer doppelten Ziffer. Wir sehen dort das P im Exempel. Das ist für den Powertrain. Powertrain heißt also auch nichts anderes, es ist die Motorgeschichte. Body, Chassis, Network Communication, das hat alles unterschiedliche Namen. Das Schöne ist, es ist international standardisiert. Stopft ihr dann euer Gerät an ein Peugeot dran und der gibt euch diese Informationen,
dann ist Drehzahl, Außentemperatur und solche Dinge, die eigentlich jedes Auto hat, standardisiert anhand dieser Codes. Das heißt, es ist egal, ob ihr jetzt die Drehzahl von einem Peugeot, einem Citroën, einem Mercedes oder was auch immer auslesen wollt, wenn diese Botschaft vorhanden ist, dann ist das immer die Drehzahl. Anders sieht es aus bei Dingen, die eben nicht, wir sehen das hier in dem zweiten Bit, die SAE, sondern Manufacturer Code drin haben. Dann ist der wirklich für den jeweiligen Hersteller vorgeschrieben. Und das machen die nicht öffentlich. Da kann man mit viel mit Try and Error und Foren durchsuchen, ganz, ganz viele tolle Sachen finden. Aber da gibt es nicht auf der Webseite von Mercedes dann so eine Liste, die man runterladen kann mit allen möglichen DCT-Codes, die da irgendwo existieren, sondern das muss man sich dann schon selber aneignen. SAE ist die Society of Automotive Engineers oder sowas. Ne? Das ist ein Konsortium, die versucht natürlich internationale Standards zu etablieren. Und 70% der Botschaften ist auch standardisiert. Die 30% machen dann einfach nochmal ein bisschen Probleme. Vor allem, wenn Technologien neu sind. Als Elektrofahrzeuge relativ neu in den Markt geschwemmt worden sind, dann hat man sehr gerne ein paar Parameter eher so als Manufacturer-Code rausgegeben, weil man nicht wollte, dass andere Hersteller gucken, wie gut oder wie schlecht die einzelnen Batteriezellen in meinem Fahrzeug funktionieren. Weil das ist immer so ein Problem. Oh, das altert so schnell. Und dann kommst du nach 200.000 Kilometern, kannst du es wegschmeißen, weil die Batterie kaputt ist. Wenn man das natürlich analysieren kann, die Spannung von jeder einzelnen Zelle, dann kommt man vielleicht wirklich auf den Trichter und merkt, ups, ich habe da irgendwie was Problematisches in meinem Auto. Wenn das nur die Werkstatt kann, also nur die Hersteller letztendlich, dann wird das nicht so schnell publik. Ne? Also, der erste Code oder die erste Instanz ist dann immer irgendwie Powertrain, Body, Chassis oder eben Network-Kommunikation. Dann SAE oder Manufacturer Code, in dem Fall ist es ja hier eine 0. Dann der nächste ist mit der 3 abgekürzt, das wäre in dem Fall bei uns eben ein Ignition System, also ein Verbrennungsmotor offensichtlich und ein Misfire. Das heißt, wir haben in unserem Verbrennungsmotor, in unserer Combustion Engine, wohl mit Fehlzündungen zu kämpfen. Ne? Gucken wir noch mal weiter, die 05, und da ist jetzt irgendein exaktes Problem. So, wir haben Fehlzündungen, weil zu viel Sprit eingespritzt wird oder zu viel Öl irgendwie oder was auch immer. Wenn die Sensoren dort gewisse Wertpaare erkennen, dann können die einem auch Hinweise darüber geben, es ist eigentlich das und nicht das. Dann kann man so ein bisschen ausschließen. Was man hier auf jeden Fall aber schon mal sieht, wo ist das Auer? Dass man vielleicht irgendwelche Misfires hat, weil hinten ein Feuer aus dem Auspuff kommt, das kann man möglicherweise sehen. Vielleicht riechen und gar hören. Wenn man dann aber den Fehlercode ausliest, merkt man vielleicht tatsächlich, das ist hier in dem und dem Steuergerät oder an dem und dem Bauteil scheint es irgendwelche Probleme zu geben. Und wenn, macht es Erfahrung. Also deswegen ist ja auch ein Werkstattmeister eine erfahrene Person, die mindestens eine Ausbildung genossen hat. Das ist ja kein Hinterhofmechaniker, der, keine Ahnung, irgendwo auf einem Wüstenplanet seine Erkenntnisse gewonnen hat, sondern der hat ja wirklich eine Ausbildung gemacht. Der kennt sich ja unter normalen Umständen gut damit aus. Und Erfahrung rettet alles. Wenn ich etwa weiß, naja, das und das und dann auch noch dieser Fehlerspeicher, der leitet euch immer nicht hundertprozentig auf das Problem, aber schon mal so zu 90%. Und der Rest ist dann wirklich Erfahrung. Was haben wir da noch? Wenn wir eben sagen, wir haben beim Air oder beim Fuel Control ein Problem, dann würde anstatt einer 3 dort eine 1 stehen. Wenn ich in irgendeiner Form eben meinen Injektoren, also bei meinem Fuel System, dementsprechend meine Einspritzung, also bei den Injektoren dort Probleme habe, dann würde dort eine 2 drin stehen und so weiter und so fort. Wir haben hier noch Vehicle Speed und dementsprechend ein Idle Control, Computer System, also auch PCMs oder Kommunikation. Also da findet man schon eine ganz, ganz große Liste an Informationen, die möglicherweise gerade Schaden genommen haben. Ne? Aber nochmal, ganz, ganz wichtig, ich kriege einen Hinweis darauf, wo möglicherweise gerade was müffelt. Ich kriege nicht meinen Kopf so auf das Problem gestoßen. Das werden wir auch noch sehen. Hoffentlich bringt mein Auto mal ein paar Fehlerstellen zustande, dann kann man das nämlich ganz, ganz gut erkennen. So, ich würde hier jetzt mal eine kurze Pause machen, damit wir mal ein bisschen Luft hier reinkriegen, ihr euch auch ein bisschen akklimatisieren könnt, ich mir was zu trinken holen kann und dann würde ich sagen, machen wir eine Viertelstunde weiter. Lasst das hier soweit alles laufen. Ihr kriegt das Be Right Back hinein.
Wenn noch Fragen, Anregungen oder ähnliches sind, könnt ihr gerne den Chat benutzen. Den gucke ich im Nachgang dann auch nochmal durch. Und ja, würde erstmal sagen, macht mal kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder.
Hallihallo und willkommen zurück zum zweiten Teil dieser schönen Veranstaltung, heute mit der Onboard-Diagnose. Wir werden uns jetzt nochmal mit so zwei, drei Dingen beschäftigen, die man einfach benötigt, bevor wir das tatsächlich live uns anschauen können. Das heißt, diese Codes, blende ich euch jetzt gleich hier schon mal wieder ein, die sind ein Bestandteil. Den müsst ihr aber euch nicht ausdrucken. Das wären ziemlich viele Seiten, die auch irgendwie ganz viel Bullshit beinhalten. Das Schöne daran sind, dass diese Werkzeuge, von dem ja dieser VAG-Tester, den ich euch schon gezeigt habe, also das VCDS, das schon inkludiert hat. Das heißt, die Interpretation, was, wie, welche Botschaft bedeutet, ist in den meisten Fällen multilingual verfügbar. Das heißt, es gibt durchaus Datensätze, wo es dann so ist, dass euer komplettes Fehlerprotokoll eben auf Deutsch lokalisiert worden ist oder wenn ihr dementsprechend dann eine englische Lizenz habt, dass es dann dementsprechend alles Englisch ist. Die Codes, denen ist egal, welche Sprache wir haben. Da können wir auch Klingonisch nehmen. Die Interpretation daraus, das ist ja auch das, was letztendlich Geld kostet. Das ist das, was diese Lizenz dann am Ende auch wirklich teuer macht oder letztendlich dazu beiträgt, dass sie so teuer ist. Es gibt gespeicherte Diagnosefehler oder eben Elemente, die dort drin erhalten bleiben. Also wir haben es kommt zu einem Fehler und er bleibt dementsprechend im Fehlerspeicher erhalten. Und dazu korrespondiert gibt es auch sporadische Fehler. Der Unterschied ist relativ klar. Ich habe manchmal kritische Fehler, die so wichtig sind, dass sie bitte bei jedem Systemstart wieder auftauchen anhand von einer kleinen Symbolik, AdBlue nachfüllen, sonst wird dementsprechend irgendwann der Motor nicht mehr starten. So böse Sachen sagen euch heute Autos schon. Der Motor wird einfach nicht mehr starten, wenn kein AdBlue drin ist. Und das macht er sogar. Ich habe das mal frecherweise ausprobiert bei einem ziemlich neuen Passat. Der wollte dann irgendwie AdBlue haben in 1000 Kilometern und hat er immer wieder gemotzt und gemotzt und gemotzt und ich habe es immer wieder ignoriert. Weil er immer gesagt hat, er startet sich nicht mehr, wenn kein AdBlue mehr drin ist. Und der Sausack hat recht behalten. Er macht es wirklich nicht. Ne? Ich war natürlich ein bisschen vorbereitet, habe also im Kofferraum dann auch schon mal meinen 5 Liter oder 10 Liter Tank AdBlue dann auch gehabt, konnte also dementsprechend dann nochmal nachlegen. Aber auch das sind eben Elemente, das wird dann einfach dort hinterlegt. Und sofern dieses einmalig dann im Speicher eben auch enthalten ist, lässt es sich so auch nicht ohne weiteres wieder herausnehmen. Es sei denn, die Selbstdiagnostik merkt plötzlich, das Problem existiert gar nicht mehr und auch schon über einen längeren Zeitraum nicht mehr, dann wird es nicht mehr aktiv getriggert. Wenn ihr dann aber zur Werkstatt fahrt, dann guckt er sich das an und sagt, na gut, da ist ja irgendwas mit AdBlue. Dann schaut er selber nochmal nach und sieht, naja, ist ja alles in Ordnung. Also löschen wir den Fehlerspeicher mal. Dann gibt es aber noch die sporadischen. Das sind welche, die tauchen mal auf und verschwinden wieder. Das sind so ganz ulkige Fehler, weil ein System ohne Fehler gibt es ja sowieso schon mal nicht. Das ist ja etwas, das habt ihr sicherlich in der Softwareentwicklung schon mal kennengelernt. Wenn eure Software mehr als eine Schleife umfängt, dann ist das schon fast nicht mehr möglich, diese zu 100% abzutesten. 100% heißt ja wirklich jeden Eingabeparameter in Form seines Wertebereichs. Bei einem Integer, derzeit von 64 Bit groß, hat man ziemlich viele Zahlen zu testen, wenn man nur eine Summation überprüfen möchte. Also 64 Bit A und B Summation am Ende, irgendwo hatte ich das mal ausgerechnet, wenn jede Instruktion dabei eine Sekunde dauert, sind wir etwas um die 85 Jahre am Testen. Das ist unsinnig, das macht keinen Sinn. Also in knapp 60 Jahren will derjenige, der wirklich wissen wollte, ob diese Summation korrekt ist, das definitiv nicht mehr wissen. Der ist wahrscheinlich schon tot. Also von daher diese sporadischen Fehler, die tauchen dann auf und verschwinden wieder. Die sind dann zwar noch im Fehlerspeicher drin. Wenn man den gerade so erwischt, dass man zur Werkstatt fährt, dann kann man ihn auch noch sehen. Das Fiese an diesen sporadischen Fehlern, die haben unterschiedliche Abbruchbedingungen. Es kann zum Beispiel sein, dass die nach 20 Metern einfach verschwinden. Wenn ein Fehler ist gekommen, dann fährt das Auto 20 Meter weiter und der Fehler ist wieder weg. Wenn er dann wieder auftaucht, dann taucht er wieder auf, 20 Meter weiter ist er wieder weg. Ziemlich sporadisch. Es gibt dann noch so ein paar Mechanismen, wird sehr, sehr häufig in modernen Fahrzeugen eingesetzt, dass selbst diese sporadischen Fehler zwar dann im eigentlichen
in der eigentlichen Onboard-Diagnostik dann zwar berücksichtigt werden, aber auch schon als sporadisch analysiert worden sind und im Fehlerspeicher dann so ein bisschen verankert sind. Mit einem Timecode dann dabei, dass man etwa weiß, okay, der ist irgendwie vor 4 Monaten mal aufgetaucht und dann nie wieder. Ja? Irgendwie, keine Ahnung, stand der Himmel und der Mond irgendwo gerade nicht richtig fürs Auto und dadurch gab es so irgendwelchen Fehlermeldungen, die haben sich danach aber nie wiederholt. Ich weiß nicht, ob ich es bei euch gemacht habe. Ich glaube, ich habe es bei vernetzten Systemen gesagt. Wenn ihr heutzutage eine Batterie wechseln wollt bei eurem Auto, und heutzutage heißt, ich habe ein Auto von 2012, ne? Heutzutage eine Batterie wechseln wollt, dann zahlt ihr bei einem Vertragspartner 400 bis 600 Euro dafür, fürs Wechseln einer Batterie. Wenn ihr zu einem in die E-Bucht geht oder bei Amazonien vorbeischaut oder sonst wo, werdet ihr eine Batterie von einem namhaften deutschen Hersteller mit den, ich sage mal, Bedingungen, die euer Fahrzeug so braucht, für 100 Euro finden. Ich habe einen Kompressor und einen doppelten Turbo da drin, der braucht halt ein bisschen was, also muss man da schon ein bisschen hochpreisiger einkaufen, aber ihr findet da was. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie No-Name kaufen, sondern ihr könnt das Ding ja beim Namen nennen, nimmt dann eine Wartebatterie oder was auch immer und wollt ihr in euer Auto einbauen. Dann werdet ihr merken, dass wenn ihr das tut, plötzlich nichts mehr geht. Das Auto sagt zu jedem Assistenzsystem, nö, funktioniert nicht mehr, Fehlermeldung, Fehlermeldung, Fehlermeldung. Man kann so oft, wie man will, den Fehlerspeicher löschen, er wird immer wieder in diese Situation hineinfahren und sagen, alles scheiße, weil man die Batterie ausgetauscht hat. Nimmt man die alte Batterie wieder rein und startet das Ding, dann mault es immer noch, löscht man den Fehlerspeicher, ist wieder alles tutti. Das liegt daran, weil heutige Fahrzeugsysteme ja auch über Start-Stopp-Automatik verfügen. Meiner noch nicht, aber viele andere haben das ja mittlerweile und die haben dann, wenn sie an die Ampel herangefahren, natürlich auch ordentliche Ströme, die dann dort fließen. Ne? Peakspannungen und Ströme, die dann dort fließen, die tun ja natürlich so einer Batterie auch ein bisschen weh. Und da gibt es ein Batteriemanagementsystem, ähnlich wie wir das bei Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen auch erkennen. Nur eben halt für meine 12 Volt Bordnetzspannung. Guck mal, ob da was ist. So. Und wenn dann diese Zahlen, die dort ausgelesen werden, plötzlich nicht mehr zueinander passen, dann findet das Gesamtnetzwerk irgendwie blöd. Diese Zahlen sind zum Beispiel Seriennummer von eurer Batterie. Bis vor 8 Monaten wusste ich gar nicht, dass eine Batterie eine Seriennummer hat. Hat sie. Wenn ihr die direkt bei VW kauft, kriegt ihr die gleiche Batterie in ein bisschen anderem Formfaktor und schwarz mit einem QR-Code obendrauf. Technisch gesehen ist es die absolut exakte gleiche Batterie, die ihr sonst irgendwo in der Bucht oder in Amazonien für einen 100er bekommt. Der einzige Unterschied ist, dass das eine eben eine wirkliche Seriennummer drin hat, die auch überprüft werden kann und das andere das eben nicht hat. Wie man dem Ganzen jetzt beiwohnen kann, ist folgendermaßen. Man baut die neue Batterie dort ein und schreibt sich auf, was ist der Hersteller, wie viele Amperestunden hat die Batterie, 12 Volt ist klar, das ist vorgegeben, und um welche Art von Batterie handelt es sich, also Bleisäure oder solche Dinge. Ne? Es gibt dann noch diese besonderen Kennzeichnungen, ob es für eine Stoppautomatik oder sowas ist, das steht dann da irgendwo drauf. Da ich das bei meinem nicht brauchte, habe ich es auch schon wieder vergessen, wie diese Bezeichnung ist, kann ich für euch aber ansonsten nochmal nachlegen. Dann hat ja in meinem Steuergerät dort, das Auto ist ja dann der Meinung, da ist die alte Batterie drin und die hat eine Seriennummer. Das Video nimmt man sich und sagt, ich mache hinten mal den letzten Wert von einer 0 auf eine 1 kippen. Oder meistens 6er Dezimal. Dann hat man da irgendwie eine 8 und macht eine 9 draus. Oder wenn eine 9 da ist, dann macht man ein A draus. Das ist irgendwie ein mehr. Hat sich so eingebürgert. Und schon sind erstmal 24 Fehlermeldungen aus dem Bordnetz weg. Nur wenn man eine Seriennummer gefälscht hat. Dann trägt man nochmal den Hersteller genau ein, guckt dann, aha, das war eine Warta, ist auch wieder eine Warta, überschreibe den Wert also einmal, zack, wieder 2 Werte weg. Der will also wirklich beschrieben werden. Der guckt sich die Wertigkeiten an, die sind alle gleich, die haben keinen Unterschied. Er möchte nur, dass das einmal nochmal wirklich quittiert wird, dass sich der
der Timestamp, wann diese Informationen in den Flash-Speicher übertragen worden sind, einfach mit dem gleicht, was da aktuell im Netzwerk passiert. Wenn man das macht, funktioniert zwar schon eine ganze Menge wieder, also sowas Unsinniges wie ein Regensensor und auch die Sensoren von den Rädern, die Raddrehzahlen dann für ABS und ESP, die funktionieren dann schon mal, aber alle Assistenzsysteme sind immer noch zickig. Und man kriegt es aus diesem verdammten Auto auch nicht raus. Es sei denn, man atmet laut auf und einmal so richtig tief durch und sagt sich, scheiß drauf, ich muss eh weg, ich fahre jetzt los. Ich brauche keine Assistenzsysteme. Und meine Einfahrt von der Garage bis eben zur Hauptstraße sind etwa 35 Meter. Nach etwa 20 Metern blinkte es alles im Auto auf. Ich dachte, ich habe richtig einen Fehler gemacht und dementsprechend explodiert mir die Karre gleich. Nö, die plötzlich meldet sich alles wieder in Ordnung. Boah. Hab dann meine Erledigung gemacht, war wieder zu Hause, habe den Fehlerspeicher, nichts mehr drin, alles weg. Waren alles sporadische Fehler, die nach 20 Metern Autofahrt sich selbstständig wieder wegmachen. Für diese Reise, die mich eine gute Stunde in meinem Leben gekostet hat, verlangen die Freien wie auch die Vertragswerkstätten eben gute 400 Euro für. Ne? Die wissen das, wie es zu machen ist. Die wissen, die machen nichts anderes. Die machen auch eine Fantasieseriennummer da rein und zack, funktioniert die Möhre wieder. Und das sind dann eben 400 Euro Unterschied. Bitteschön. Genau, ganz genau. Und vom Aufwand her, ich sag mal, eine Batterie zu tauschen, wenn man das zu zweit macht, dann ist einer vorne und tauscht die alte gegen eine neue aus und innen drin klappt man schon das Notebook auf, geht an die entsprechenden Stellen, hackt da noch was rein, dann hat sich die Sache erledigt. Das ist also wirklich 10 Minuten. Und in 10 Minuten 400 Euro verdienen, das muss man erstmal schaffen. Also die ganze Welt sagt immer, Deutschland ist eine Servicewüste, ja, mit Sicherheit, aber das Geld liegt auf der Straße. Also für so einen Akt auch nur 100 Euro zu verlangen, ist schon ein ziemlich ordentlicher Kurs, den man da fährt. Das Schöne ist, es kann einem keiner nehmen. Wenn man das einmal verstanden hat und auch dieses Equipment dazu hat, dann ist das kein Problem. Habt ihr das nicht, dann müsst ihr zur Vertragswerkstatt eure Batterie wechseln. Wer fahrt zu ATU, die machen das dann auch für euch, aber auch eben wieder für diesen hier. Ihr könnt mit Fahrzeugsystemen heutzutage noch nicht mal mehr eure Batterie tauschen. Danke Deutschland. Das geht raus an dich. Genau. Dann, ich denke, der Unterschied jetzt zwischen den sporadischen und den, ich sag mal, drin gespeicherten variablen Werten, / Fehlercodes, der ist damit also wirklich verstanden worden. Ne? Im allerletzten Instanz fährt man das Ding nochmal ein bisschen und dann wird man merken, hoch, ja, jetzt hat sich alles so wieder ein bisschen einjustiert. Wertigkeiten der Sensoren haben wieder irgendwelche plausiblen Werte angenommen. Ist klar, wenn die stehen, die ABS-Sensoren sind irgendwie reinitialisiert worden, dann ist das kein Wert, den die irgendwie sehen wollen. Beim Drehen merkt man dann, aha, die haben einigermaßen ein gewisses Vertrauen, dass man denen jetzt entgegenbringen kann. Und dann hat sich das dann auch schon wieder erledigt. Aber diese 20 Meter gibt es eben auch in unterschiedlichen Formen. Es gibt Fehler, die lassen sich nach 20 Metern schon wieder entfernen. Es gibt welche, die lassen sich nach 2 Kilometern entfernen. Irgendwie, ich weiß nicht, warum sich VW da mit 2 irgendwie 20 Meter, 200, 2000, muss irgendein Geschmack gewesen sein. Irgendjemand bei der Entwicklung hat da wahrscheinlich Spaß gehabt und sagte ein Vielfaches von 2. Aber gut. Hier habe ich das Ganze nochmal in groß, das, was wir gerade eben klein hatten. Wir sehen hier den Kanal, wir haben hier den Stored Value und wir haben hier zum Beispiel einen New Value. Wenn ich nämlich jetzt anfange, Teile nachzupflegen. Ich habe ein neues Radio. Und dieses Radio ist aber nicht von der Stange, sondern dieses Radio ist auch von meinem Hersteller. Halt nur teurer. Das macht man ja ganz oft. Das kleine Navigationssystem kaufen. Irgendwann hat man doch noch mal ein bisschen Geld übrig und dann holt man sich eben gebraucht dann das größere Navigationssystem, tauscht das aus, packt das rein und merkt, nichts funktioniert. Muss in meiner Verbauliste eben auch hinterlegt werden, dass es sich jetzt hier nicht mehr um das alte Navigationssystem handelt, sondern um das neue. Also geht man auf einen bestimmten Kanal, guckt sich den aktuellen Wert an und gibt da möglicherweise einen anderen ein. Ist nicht tragisch. Findet man auch raus,
wenn man freundlich bei einer Werkstatt nachfragt und sagt, kennst du mal, dann ist das auch irgendwie so ein 10 Euro ins Sparschwein. Da ist eigentlich niemand ein Unmensch. Wenn ihr aber zum Vertragspartner geht und sagt, ich möchte gerne das neuere Navigationssystem haben, dann gehen bei denen schon so Dollarzeichen hinterm Auge entlang. Die sagen, ja, super. Also erstmal koste ich das 3.000 Euro, weil das Gerät so teuer ist. Und dann müssen wir nochmal mindestens 2 Stunden einplanen fürs Einbauen und fürs Programmieren. Ja, lohnt sich nicht. Dann macht die ganze Arie auf jeden Fall null Sinn. Guckt mal ein bisschen bei eBay. Gibt so ein tolles Navigationssystem, original von Volkswagen, das für den indischen Markt gebaut ist. Das kann CarPlay. Die hier nicht. Also zumindest die aus den älteren Golf 6 und teilweise Golf 7 verbauten Fahrzeugen. Da kriegt man CarPlay eigentlich wirklich nur, wenn man das allergrößte Navigationssystem einbaut, und das ist richtig teuer. Und das, von dem ich gerade spreche, das kriegt man so für 200 Euro in der Bucht. Habe ich schon ganz oft selber eingebaut. Ist eine total witzige Sache, weil die Menüführung ist einfach Englisch. Das ist dann halt so, kann man nichts dran machen. Park Distance Control, wenn man eine Rückfahrkamera hat, kann man die sogar auch einblenden lassen. Und das Schöne ist, ob ihr Android Auto, Mirror Link oder CarPlay nutzen wollt, ihr habt es dann dementsprechend nativ im Auto. Ihr müsst halt nur eine USB-Verbindung zu eurem Handy aufbauen. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Und zack, habt ihr ganz viele eurer Probleme möglicherweise schon erledigt. Wenn ihr mal Fehler haben solltet, ich versuche welche zu produzieren, aber ich kann immer nichts versprechen, dann sehen die so aus wie hier. Dort oben ist eine Teilenummer, das ist meine Steuergeräte-Identifikation und dazugehörig auch noch eine Bauteilnummer. Niemals auswendig lernen, macht keinen Sinn, dieses System soll das für euch machen. Und ihr seht, es gibt hier schon mal 20 Fehlercodes gefunden. Der erste ist auf jeden Fall schon mal Türsteuergerät-Fahrerseite. Kein Kontakt oder keine Simulation, kein Signal oder keine Kommunikation und Umgebungsbedingungen, irgendein Fehlerstatus, Fehlerpriorität, Fehlerfrequenz. Und da haben wir ihn unten, den Verlernzähler. Der Verlernzähler ist quasi das, wenn das die 0 jetzt ist und ich fahre jetzt 20 Meter, dann ist der Wert dann dementsprechend auf 20 hochgegangen. Und dieses hier scheint dementsprechend irgendwie wichtig zu sein. Deswegen 0 einfach, das bleibt immer persistent und vorhanden. Wenn da eine andere Zahl drin steht, dann sind das dann dementsprechend so viele Meter oder Mikrotage oder ähnliches. Daneben haben wir dann schon wieder Steuergerät, Beifahrerseite und so weiter und so fort. Also wir kriegen Hinweise, aber kein Signal, Kommunikation, Türsteuergerät, Fahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite, und ihr seht, da kommen ja noch 20 weitere. Das ist gar nicht so einfach, dann jetzt den regulären Fehler zu finden. Der Fehler bei diesem Beispiel war ein poröses Kabel am Body Control Module, also am Bordnetzsteuergerät. Da sind zufälligerweise beide Fahrer- sowie Beifahrerseitensteuergeräte auch mit verbunden. Und er hat einfach Blödsinn über den Bus erzählt, weil er immer so eine Art Kurzschluss generiert hatte. Und das ist dann fehlerhaft den jeweiligen Steuergeräten zugeordnet worden. Aber eigentlich war es das Gateway, das dort für Probleme gesorgt hatte. Was auch besonders hübsch ist und was wir auf jeden Fall auch machen werden live, sind mir die einzelnen Messblöcke hier anzugucken. Das heißt, ich kann mir die Einspritzmängel, meine Motordrehzahl und all solche Dinge dort anzeigen lassen. Das heißt, die Einspritzmenge, wie viel Milligramm pro Stunde, meine Förderdauer vom Sollwert. Ich kann mir auch den Istwert meiner Abgasrückführung anschauen. Also wenn ich irgendwie Ahnung habe von all diesen Parametern, kann ich die mir ganz genau angucken. Nichts anderes machen die Ingenieure in der Formel 1 auch, bloß die haben diese Telemetriedaten quasi permanent und gucken dann drauf und sagen, hier in der einen Kurve, da sind die Fliehkräfte so groß, dass also der Druck das Öl in Zylinder 4 so weit nach außen gedrückt wird, dass es da wohl zu irgendwelchen starken Hitzeproblemen kommt. Ne? So krass wird es dann schon teilweise. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen nur gucken, dass unsere Möhre einigermaßen funktioniert. Und dann kann man so viele schöne Sachen angucken. Hier Abweichung, dann auch in Milligramm pro Stunde, was die Leerlaufregelung, also die Einspritzmengenabweichung betrifft. Und da sehen wir schon, der Zylinder 2, der hat so ein bisschen wenig. Genauso 3 und 4 hat ein bisschen zu viel. Im Mittel passt es wieder, könnte man jetzt meinen. Aber natürlich, wenn man Laufleistung und wirklich einen Motor oder ein Aggregat, so nennt man es ja, on point bringen, dann muss das passen. Da habe ich meine Stellschrauben. Das ist live. Das gucke ich mir dann da oben wirklich
mit einer Sample Rate an. Ich habe noch die Möglichkeit, diese Sample Rate auch noch so ein bisschen riot zu gehen, weil ich habe ja einen Canon High in der Verfügung und kann mir dann auch einigermaßen Echtzeitwertigkeiten angucken. Aber so eine Sample Rate verrät einem einfach auch immer, dass in gewissen Abständen neue Wertigkeiten kommen. Das ist also nicht immer Nanosekunden genau. Manches Mal vielleicht sogar nicht Millisekunden genau. Aber es ist ein guter Einstieg. Diese Bänke sind vordefiniert oder Blöcke heißen sie ja. Also ich kann jetzt Block 1, der sieht dann immer so aus, wie wir ihn da haben. Block 13 sieht immer so aus, wie wir ihn da haben. Block 3 in der Mitte eben auch immer so, wie wir ihn da haben. Und da gibt es eben ganz, ganz viele von. Die für mich jetzt gerade von Relevanz sind, also 3 Stück, kann ich mir an der Stelle eben nach vorne geben und mir anzeigen lassen, was da passiert. Wir spielen da so ein bisschen mit rum, weil ich sag mal, den Abgleich von irgendwelchen Zylindern, das ist vielleicht jetzt auch, wenn man kein Fahrzeugtechnikstudium hinter sich hat, auch nicht so unglaublich spannend. Außentemperatur ist manchmal nicht schlecht, vielleicht auch Motordrehzahl, weil das kann ich natürlich dann mit dem Gaspedal auch so ein bisschen forcen, dass wir da auch sehen, dass da was passiert. Die Dinge, wo sich tatsächlich irgendwas tut. Wir können aber auch, das ist auch immer ein schönes Beispiel, uns die Motortemperatur und die Drehzahl anschauen. Denn wenn ihr mal aufpasst, werdet ihr merken, ihr habt einen kalten Motor, muss ich dafür gucken, dass ich um die Uhrzeit dann noch ein kaltes Auto habe, und der startet das erste Mal, dann ist die Motorleerlaufdrehzahl ein bisschen erhöht, weil er erstmal auf Betriebstemperatur kommen muss. Und wenn die Betriebstemperatur an einem bestimmten Punkt kommt, werdet ihr sehen, dass er nach und nach immer weiter runter geht. Bei meinem Aggregat ist es so, dass er irgendwo so bei 1050 Umdrehungen steht und die Leerlaufdrehzahl, wenn er tatsächlich warm ist, irgendwo bei 800 ist. Das kann man also wirklich dann auch differenzieren. Und das ist eine nette Sache, dann guckt man nämlich auch, wie lange dauert das. Das heißt, also funktioniert mein Kühlkreislauf richtig. Da kann man ganz viel Physik betreiben. Ist in den meisten Fällen nicht notwendig, aber es ist schön zu sehen. So, Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten wird über unterschiedliche Bussysteme gemacht. Und ich habe hier bei der Onboard-Diagnostik eben auch diverse alte Bussysteme, die ich dort als Grundlage nehmen kann. Allen voran so ein alter Golf hat Carline. Dann alles andere hat irgendwie CAN-Bus. Mittlerweile, ne, auch in der Diagnose, gibt es jetzt dementsprechend Ethernet in Zukunft, möglicherweise dann auch noch das Ganze direkt wireless, dass die einzelnen Steuergeräte mit dem Internet und auch dem Cloud-Service dann auch kommunizieren und sagen, hallo, ich habe ein Problem. Dient dem Zweck natürlich auch auf Flottenebene zu sehen, was denn da draußen mit den Fahrzeugsystemen passiert. Geht es denen allen gut oder haben wir da irgendwelche starken Abweichung von der Norm, sodass wir Rückrufaktionen viel, viel früher gestalten können, als sie möglicherweise jetzt der Fall sind. Ne? Und der wirklich absolut signifikanteste Bus, den wir dort kennen, das ist der CAN-Bus, der Controller Area Network. Könnt ihr mal gerne plus 1 in den Chat packen, ob ihr damit schon mal in Berührung gekommen seid oder du, habt ihr mit dem CAN-Bus schon mal irgendwas gemacht? Aber kennt man, ne? Alles klar. Vernetzte Systeme im Bachelor war so ein Fach, das hatte Günther Kircher ja früher noch gehalten. Da war tatsächlich der CAN-Bus mal eine gesetzte Größe. Wie gesagt, gibt da mal ein plus 1 oder eine 0 in Chat, je nachdem, ob ihr dort schon Berührungen mit gehabt habt, dann kann ich das entweder noch nachlegen oder wir gehen da einfach dann dementsprechend in die Vollen. So. Testen von Fahrerassistenzsystem wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Grundsätzlich kennt man ja wahrscheinlich solche Dinge. So den Herbie, der konnte ganz viele lustige Sachen. Der Kit von Knight Rider konnte ganz lustige Sachen. Und auch der Aston Martin von James Bond, der konnte auch ganz viele lustige Sachen. Vor allem Dinge, die im Fahrzeugnetz nie vorgesehen sind. Also auch wenn ich euch jetzt enttäusche, aber ein Raketenabschusssystem über einen CAN-Bus zu steuern, das geht bei James Bond in der Realität nicht. Mit dem Auto so ist umzumodeln, dass es plötzlich über einen Raketenantrieb verfügt, wie es beim Knight Rider der Fall ist, gibt es so nicht. Und dass ein Auto, so knuddelig es auch sein scheint, mit einem dann plötzlich auf welche Art und Weise kommuniziert, so wie Bumblebee oder wie Herbie, nein. Wir müssen, um ein Fahrzeug zu testen, tatsächlich viel tiefer in die Materie einsteigen. Und das funktioniert in den meisten Fällen so, indem man sich auch erstmal betrachtet, was überhaupt notwendig ist. Wir müssen also so ein kleines bisschen Rechtsgrundlagen schaffen.
wenn wir uns diese Konflikte mal genauer anschauen, denn ein Herbie, ein Aston Martin mit Raketenabschuss und ein Kit würde in Deutschland ja gar keine Zulassung bekommen. Auch wenn es schön wäre, so einen DeLorean wie bei Zurück in die Zukunft zu fahren, der hätte hier kein TÜV. Garantiert nicht. Wir haben die Produkthaftung, wir haben das Gesetz, wo letztlich ja alle fahrzeugspezifischen oder verkehrsspezifischen Aspekte betrachtet werden. Und wir haben am Ende ja auch noch Consumer Safety. Das sind erstmal drei ganz, 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 ganz wichtige Dinge, die ich beachten muss. Meine Produkthaftung vielleicht sogar noch am allermeisten. Denn ihr als, wir sagen jetzt mal nicht Nutzer, sondern als Hersteller vielleicht von Fahrzeugen oder von irgendwelchen anderen Konstrukten, ihr gebt die ja Menschen in die Hand und habt gar nicht die Idee, dass man damit irgendwas Blödes machen kann. Man kann natürlich mit dem Auto niemanden verletzen. Man kann natürlich mit dem Auto auch niemanden umfahren. Das geht nicht. Natürlich nicht. Ne? Es geht. Ich kann auch jemanden, wenn ich das will, mit dieser Flasche Desinfektionsmittel töten. Das ist ganz einfach. Lass ich ihn einfach ganz lange trinken oder so. Also es gibt immer Mittel und Möglichkeiten, Sachen zweckzuentfremden. Und vor allem auch so zweckzuentfremden, dass sie plötzlich echten Schaden auf Persönlichkeiten oder eben auf die Umgebung dann noch ausüben. Galaxy Note von Samsung, die haben natürlich nicht die Idee gehabt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, ein Smartphone entwickeln, wo das Akku explodiert. Also niemand, der bei Sinnen ist, würde sowas absichtlich machen. Aber die äußeren Bedingungen haben eben dann gezeigt, dass unter ganz nachvollziehbaren Bedingungen eben das Batteriesystem sich aufbläht, irgendwann ausgast und es zum Funkenflug kommt und dann dementsprechend explodiert oder verbrennt. Das Schlimme, bei allen Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus ist immer wieder dasselbe. Wenn die aufplatzen, gasen die aus. Und die gasen ein ganz spezielles Gas aus, das uns sehr geläufig ist. Sauerstoff. Und Sauerstoff und Feuer, die lieben sich heiß und innig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist also quasi fast unmöglich, diese Flamme zu löschen. Denn wenn ich mit Schaum oder sowas agiere, darunter passiert dieser Austausch zwischen Funke und Sauerstoff weiter, sodass es dann dementsprechend letztendlich fast unlöschbar ist. Elektroautos haben da einen ganz großen Nachteil. Wenn die brennen, dann brennen die richtig. Also da hilft es nichts, um Gottes Willen, mein Tesla brennt, dann mit einer Gießkanne irgendwo dran zu gehen. Macht das bloß nicht. Also jeder von euch, der jetzt in einer freiwilligen Feuerwehr oder ähnliches gewesen ist, der müsste sofort Alarm schreien. Genauso Fett, wenn ihr zu Hause ihr habt kein Geld für eine Fritteuse, scheißegal, ihr holt euch so einen Block Fett und macht den im Topf heiß, um dann da eure, Scampis drin zu grillen. Und wenn das dann irgendwann anfängt zu brennen, das wird es mit Sicherheit irgendwann, dann löscht das nicht mit Wasser. Das gibt einfach eine enorme chemische Reaktion, dass das noch viel, viel größer wird. Und dann habt ihr plötzlich eine ganze Küche im Brand, schlimmsterweise die ganze Wohnung oder das ganze Haus. Also das sind Dinge, die kann man auf jedem Dorffest, sofern man vom Dorf kommt, oder Stadtfest, sofern man aus der Stadt kommt, bei der Freiwilligen Feuerwehr immer sehen. Das zeigen die allen Kindern. Das habt ihr garantiert auch schon mal von so einem Feuerwehrmann gesehen. Ihr habt es nur vergessen. Und dann kommt wieder eine brenzliche Situation. Man hat irgendwo eine riesige Verpuffung und dann kommt einer mit einer Gießkanne um die Ecke. Wenn ihr das seht, entweder den umtreten, dass er bitte nicht das tut, was er vorhat, oder in Deckung gehen. Die zwei Möglichkeiten habt ihr. Dem entgegengesetzt, auf der einen Seite der Gesetzgeber mit all seinen lustigen Ideen, die er da möglicherweise hat, entgegengesetzt ist natürlich Marketing. Natürlich, hallo, jeder Camaro, da ist Bumblebee drin. Ist doch logisch. Jeder Pontiac Firebird Trans Am ist natürlich Kit. Na klar, jeder Käfer hat ein Eigenleben. Der heißt dann vielleicht nicht Herbie, sondern vielleicht noch anders. Aber natürlich. Marketing ist eine ganz, ganz große Sau. Die kann einem aus Sicht eines Herstellers enorm viel bringen. Aber am Ende als Konsumer kommt man sich vielleicht das ein oder andere Mal auch verarscht vor. Vielleicht mal so eine kleine Frage für euch im Chat, wann ihr euch das letzte Mal von Marketing verarscht vorgekommen seid. Gebt da gerne mal euer Feedback rein. Ich gebe mal meins. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Autos zu tun oder mit damit verbundenen Systemen. Bin ganz gespannt auf eure Beispiele. McDonald's. Werbung gesehen. Sieht aber lecker aus.
Und dann habe ich dieses Elend in Empfang genommen und habe diese Schachtel aufgemacht und gesagt, okay, war kritisch, wirklich so neben das Plakat gehalten und gesagt, okay, jetzt haben wir ein Problem. Das passt so gar nicht. Ne? Mal davon abgesehen, dass die Hamburger, die da fotografiert werden, auch zu 99,8% aus Styropor bestehen und gar nicht schmecken würden, ist eine andere Sache. Aber da ist ganz klar, Marketing und Realität. Instagram und Realität. Echtes Foto, gefotoshoppt. Ne? Das sind natürlich alles auch solche Dinge, damit lernen wir ja momentan stark umzugehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Also wie gesagt, wenn er da kurz in die Tasten hackt, wo ihr das letzte Mal so eine echte Marketinglüge da, wo ihr darauf reingefallen seid vielleicht sogar, das wäre mal ganz spannend zu sehen. Consumer Benefits und Akzeptanz. Es ist fast nichts wichtiger, als eine gewisse Akzeptanz beim Nutzer zu haben. Das Allerbeste, was euch passieren kann, ist, dass ihr keine Nutzer habt, ihr habt Fans. Ne? Das war so Apple 2010, 11, 12, 13. Da war es einfach, wenn du durch die Innenstadt gegangen bist und du hast dein Telefon am Ohr gehabt und da war der Apfel drauf, dann warst du wer. Heute interessiert das keine Sau mehr. Zu Recht, weil was ist das? Es ist kein Prestigeobjekt, ein Telefon in der Hand zu haben. Ne? Eigentlich ist es auch kein Prestigeobjekt, ein Auto vor der Garage zu haben. Das ist fast ein Armutszeugnis, weil die meisten Autos sind ja Stehzeuge, keine Fahrzeuge. Und der letzte Punkt ist natürlich dann auch nochmal der Purchase Request, also wie oft wird eben dieses Teil dann auch gekauft. Und das kennt ihr sicherlich aus diversen unterschiedlichen Sphären mittlerweile. Werbung ist ja nicht nur im Fernsehen, Werbung ist überall. Dann habt ihr irgendwelche Influencer, die sagen, also wenn ihr diesen Eistee trinkt, dann werdet ihr, keine Ahnung, irgendwas ganz Tolles. Jeder von euch wird Manager, wenn er diesen Eistee trinkt. Oder ihr bekommt Flügel, wenn ihr diesem Getränk irgendwie eine Chance gibt. Oder. Also letztendlich wird auf diese Art und Weise natürlich auch analysiert, wie gut kommt es beim Kunden an. Tragisch ist, und das ist grundsätzlich immer meine Meinung dazu, dass diese Dinge wirklich interagieren miteinander. Meine Produkthaftung. Kennt ihr das Problem von IKEA? Ich habe gehofft, dass vielleicht einer von euch nochmal auf die Idee kommt, aber gut. Das IKEA Malmregal. Das kann man kaufen noch und nöcher. Da kann man mit seinen angesparten 100 Euro bestimmt 3 Stück von kaufen. Bei IKEA ist gar kein Problem. Da kann man dann Unterbuchsen drin lagern oder was auch immer, völlig egal. Die meisten von euch haben das in den letzten Jahren einfach an die Wand gestellt und dann war es in Ordnung. Es hat diese, ich versuche euch das mal darzustellen, diese angeschrägten Schubladen. Das heißt, ich muss mit den Fingern so reingreifen, kann sie dann aufnehmen. Ist aber abgeschrägt. Es hat keine Henkel oder ähnliches, sondern es sieht dann dementsprechend relativ clean vom Design her aus. Aber es ist ideal für so kleine Kinderfüße, da so hoch zu krabbeln. Und natürlich muss es schief gehen. Das Kind ist nicht ganz bis nach oben gekrabbelt, hat es einfach nicht geschafft, weil dann der ganze Schrank auf dem Kind gelandet ist. Der war schwer, Kind gestorben, doof. Dann meine Lieblingsbeispiele aus den USA. Eine ältere Dame hat etwas über 4 Millionen Euro bekommen von einem Mikrowellenhersteller, weil sie ihren Pudel da drin getrocknet hat. Der Pudel hat das nicht überlebt. Der Pudel ist elendig verreckt. Ne? Also Mikrowellen, das sorgt dafür, dass Wassermoleküle in Schwingung geraten. Ne? Also der Körper eines Menschen besteht zu etwa 60% aus Wasser und der eines Tieres ist nicht großartig anders. Das Tier ist also wirklich mies verreckt. Und dann hat die sich aufgeregt, weil dieser Hinweis, dass ich mein Tier nicht in meiner Mikrowelle trocknen kann, nicht in dem Handbuch steht. Und hat recht bekommen. Ein weiteres Beispiel, McDonald's. Wieder, um mal wieder ein bisschen hier Hitpoints zu generieren für den Stream. Ne? Danke McDonald's an der Stelle, wunderbares Produkt. Da hat sich jemand Zunge verbrannt im McCafé. Kaffee genommen und hat den getrunken, hat sich die beide in den Mund verbrannt. Würden wir in Deutschland nie auf die Idee kommen, da irgendwie jetzt mit Anwalt oder sowas zu drohen, weil dann haben wir, oh Gott, sind wir blöd gewesen, so hastig, Mund verbrannt, ist uns ja jedem schon mal passiert. Der hat richtig viel Geld bekommen von McDonald's, weil sie bis zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Getränk draufstehen haben. Achtung, heiß. Also,
muss man auch mal gucken. Ne? Also die Amis, die haben da schon teilweise ein ziemliches Rad ab. Natürlich, wenn ich einen heißen Kaffee bestelle, dann bekomme ich natürlich keinen kalten Kaffee oder einen lauwarmen Kaffee, sondern bekomme ich einen heißen Kaffee. Daran muss ich mich einfach gewöhnen. Und das ist eben so ein bisschen die Problematik, wie ein Kunde möglicherweise auch Dinge so wahrnimmt, was er damit so alles machen kann. Ihr könnt alles zweckentfremden. Alles. Ihr könnt, anstatt einen Nagel in die Wand zu nehmen, auch einen Bleistift da reinrammen. Und könnt auch an diesem Bleistift euer Bild aufhängen. Das geht. Ist halt nur nicht cool. Ich würde vielleicht noch das Bild, würde noch gehen, wenn es ein langer Bleistift war, dementsprechend tief rein ins Mauerwerk, dann wird das klappen. Ein Fernseher dranhängen würde ich versuchen zu unterbinden. Da ist einfach die Traglast ein bisschen was anderes. Gut. So als nettes Gimmick-Abschluss so für heute. Ich habe euch hier mal ein Handbuch mitgebracht. Ich glaube, wir werden es gleich noch sehen, von welcher Firma das stammt. Es beinhaltet das sogenannte BLIS-System. Das BLIS-System heißt Blind Spot Information System. BLIS. Also tote Winkelwarner. Und sorry, wenn ich gleich laut anfange zu lachen, aber das ist ein wunderbares Beispiel. Ich liebe das. Das ist nämlich ein Handbuch, wie dieses System funktioniert oder, besser gesagt, wie es nicht funktioniert. Hat jemand von euch schon mal Handbücher von Autos gelesen? Garantiert nicht. Wir machen es jetzt mal gemeinsam und wir können uns kringelig lachen. Ihr könnt ganze Comedy-Sendungen damit füllen, wenn ihr nur ein Handbuch von irgendeinem dieser Hersteller nimmt und euch mal die Assistenzsysteme durchguckt. Herrlich. Lasst uns mal zusammen drüber gucken. Wenn oder wann funktioniert BLIS? Das muss man also tatsächlich schon hinschreiben, wann das System überhaupt funktioniert. Gucken wir mal weiter, es wird noch spannender. Das System ist aktiv, wenn das eigene Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit über 10 km/h fährt. Gut, kann ich nachvollziehen, unter 10 nicht aktiviert. Das heißt, mein tote Winkelwarner beim Rückwärts-Ausparken, wo es vielleicht interessant wäre zu gucken, ob da Fahrräder hinter mir sind, geht schon mal nicht. Jetzt weiß ich es, vorher hätte ich es wahrscheinlich nicht gewusst. Weiter. Überholmanöver. Das System reagiert, wenn Sie ein anderes Fahrzeug überholen und dabei bis zu 10 km/h schneller als das andere Fahrzeug fahren. Also bei 11 funktioniert es schon nicht mehr. Interessant. Weiter. Das System reagiert, wenn Sie von einem Fahrzeug überholt werden, das bis zu 70 km/h schneller fährt als Sie. Ja, das klingt gut. Wenn ich so 60 auf der Autobahn fahre und 230 der Porsche an mir vorbei, dann passt das vielleicht nicht mehr so gut. Aber es fühlt sich auf jeden Fall erstmal gar nicht so schlecht an. Warnung steht da in Rot mit großen Kasten drumherum. Ich könnte mich jetzt schon bepinkeln. BLIS funktioniert nicht in scharfen Kurven. BLIS funktioniert nicht, wenn das Fahrzeug rückwärts fährt. Ein breiter, an das Fahrzeug angeschlossener Anhänger kann andere Fahrzeuge auf den angrenzenden Fahrspuren verdecken. Das kann dazu führen, dass Fahrzeuge in diesem verdeckten Bereich nicht von BLIS erfasst werden können. Und so weiter und so fort. Also eigentlich steht im Handbuch schon, dass dieses Assistenzsystem für nichts gebrauchbar ist. Für gar nichts. Aber es wird noch schärfer. Warnung. Das Fahrzeug reagiert nicht auf Fahrradfahrer oder Mopedfahrer. Also das ist ja eigentlich das Schöne, weil ein Auto kann ich ja möglicherweise durch ein bisschen Schulterblick noch erkennen. Oder vielleicht sogar in der Silhouette von meinem Spiegel. Bei Motorradfahrern und Fahrradfahrern ist ja gerade der Trick, den Schulterblick anzuwenden. Da funktioniert es nicht. Oh. Die Funktion von BLIS-Kameras kann von intensivem Licht oder bei der Fahrt durch Dunkelheit beeinträchtigt werden, wenn keine Lichtquelle, zum Beispiel Straßenbeleuchtung oder andere Fahrzeuge vorhanden sind. Also der Weg für euch, ich weiß, Disco ist nicht mehr so in, aber von der Disco nach Hause hilft es euch gar nichts. Da fahrt ihr wahrscheinlich lange durch irgendwelche Feldwege und da passiert einfach mit diesem System gar nichts. Ist Mist. Ah, was haben wir noch Schönes? Fahrt unter Bedingungen. Ah, ich denke mal, das könnt ihr euch nochmal genehmigen. Also so richtig schön, so vom Wochenende euch diese Sachen dann nochmal durchlesen. Es wird nämlich noch geiler. Ich dachte auch, als ich das gelesen habe, es geht nicht besser. Es geht besser. Die Systemmeldungen, da ist ein Display drin, im Tacho. Ne? Geil, passt auf. Im Display steht, und dazu dann auch die Bedeutung, damit man das auch nachvollziehen kann. Ne? Also ich wusste bislang nicht, dass ich irgendwie
einen ganzen Sack an Abkürzungen auswendig lernen muss, damit ich mein Auto verstehe. Aber offenkundig ist bei dem Hersteller das notwendig. Wir gucken mal. Totwinkel-Sys-An. Das System hieß eigentlich Bliss, jetzt heißt es schon Totwinkel. Ist nicht ganz irgendwie miteinander verzahnt, aber gut. Man würde daraus erkennen, dass das System jetzt an ist. Prima. Totwinkel-Sys-Wart erforderlich. Wartung erforderlich, würde ich vielleicht noch ableiten können. Steht doch irgendwo dahinter. Dann kommt Bliss-Funktion Reduz. Totwinkel-Re-Kamera-Block. Totwinkel-Li-Kamera-Block. Totwinkel-Sys-Kameras-Block. Totwinkel-Sys-Aus. Also, macht das nicht. Das ist echt blöd. Also, das hilft euch wirklich auch nicht weiter. Gut. Die Reparatur der Komponenten des Bliss-Systems darf nur von einem Volvo-Vertragspartner oder Vertragswerkstatten dementsprechend ausgeführt werden. Jetzt haben wir auch gleich nochmal gesehen, von woher das kommt. Europäischer Automobilhersteller. Ne? Ihr findet den ganzen Krams auch bei den Deutschen. Und wenn dann die ganze Welt immer sagt, oh, deutsche Autos sind die besten, German Engineering und so weiter und so fort, ja, das mag sein, aber auch wir können ganz putzig komische Sachen in Handbücher schreiben. Und also das Bliss-System ist eins dieser vielen, das da wirklich echte Probleme macht. Ihr seht dann auch diese Reflexion bei nassen Fahrbahnen, funktioniert alles nicht. Dann eben auch Schatten von einem eigenen Fahrzeug, funktioniert nicht richtig. Die Sonne, die in den Spiegel reinschallt und so weiter und so fort, funktioniert nicht. Man fragt sich, wenn man dieses Handbuch gelesen hat, hätten sie nicht einfach reinschreiben können, bei wann es funktioniert, anstatt so viele Dinge aufzulisten, wo es nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Aber es ist ein ganz, ganz toller Ansatz und auch ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass so Assistenzsysteme in vielerlei Hinsicht sehr en vogue sind, vom Kunden gewünscht werden, aber nicht weiter und vor allem auch konsequent durchdacht worden sind. Ja? Regensensor ist trivial und einfach, der macht einfach Wischi-Wischi. Wenn aber plötzlich auf irgendeiner Fahrspur, man fährt einfach durch die Gegend und der Scheinwerfer geht einfach an, dann erschrickt man trotzdem. Es wird jetzt nicht zum Unfall kommen, aber trotzdem ist das dann eine unangenehme Situation. Auch dort gibt es natürlich Fehlmessungen, Fehlinterpretationen. Aber wenn es die dann gibt, dann zeigt die bitte irgendwie im Dashboard an, nicht irgendwie mit Totwinkel, Assist, Block oder Ähnlichem. Das versteht am Ende leider Gottes wirklich niemand. Wenn es zu Schäden kommt, und das ist das ganz große Problem bei Assistent-Systemen, ihr seid dran. Ihr habt Tausende von Euros für diese Assistenzsysteme ausgegeben. Tausende. Und dann durch irgendeine Fehlmessung, durch irgendwelche Fehlinterpretationen, sagt das System, nee, ich will nicht mehr, schaltet sich aus, ihr habt zu spät reagiert, konnt nicht mehr genug bremsen, zack, irgendwo gegengefahren, ihr seid schuld. Nicht euer Auto ist schuld. Es wäre so schön und einfach, wenn man immer die Frage bekommt, na, wer war's denn? Die da, ich nicht, die da waren's. So einfach ist die Welt aber leider nicht. Sofern ihr im Auto sitzt und seid der Fahrer, im Wiener Abkommen steht sogar etwas vom Führer, dann seid ihr dran. Das ist so. Und in den meisten Fällen mittlerweile ist die deutsche Rechtsprechung sich sowieso so wenig eins, was das Fahrzeugführen betrifft, dass ihr bei fast jeder Unfallsituation mindestens eine Teilschuld bekommt. Das ist einfacher. Das sind halt beide schuld, nicht schlimm. Kriegt der eine Punkte, der andere auch, teilt sich in der Mitte auf. Ne? Das ist eine Riesensauerei. Und das wird nicht besser, wenn ich noch mehr Assistenzsysteme reinpacke. Und wo soll es enden? Das Ende ist irgendwann autonomes Fahren. Und da möchte man natürlich sich reinsetzen und wohlfühlen. Und nicht die ganze Zeit Angst haben, dass das Auto amok läuft, zwei Leute umfährt und ich am Ende auch noch schuld dafür bin. Das ist natürlich das absolute Fatal-Error-Prinzip. Ne? Warum solltest du Geld für ein System ausgeben, das möglicherweise zu Fehlfunktionen oder zu Unfällen führt? Und warum sollst du dann möglicherweise auch noch dafür dafür blechen müssen? Das ist letztendlich eine große Frage, mit dem beschäftigen seit vielen, vielen Jahren sich die Gerichte. Das ist nicht einfach nur so eine Lapidalie, sondern es sind seit ganz, ganz vielen Jahren eben die eine Frage. Wie können wir das nun ändern? Also, how driving changed by assistance systems. Also, wie ändert sich das Fahren mit Assistenzsystemen? Wir haben erstmal das Problem, Fahren ist schon mal was ganz anderes. Wir lassen mehr fahren.
als selbstständig irgendwelche Dinge zu machen. Vor allem beim Einparken ist das mittlerweile sehr en vogue, dass man das System einparken lässt, sich um nichts mehr kümmert. Noch viel häufiger, wenn man einen Trailer hinten dran hat, mit einem Anhänger, U-Boot dran oder Pferdeanhänger oder was auch immer, Hauptsache groß und lang, Flugzeuge auch schon gesehen, dann fährt man nicht mehr selber und Spiegel oder sowas, und drückt man auf den Knopf und dann macht man das mit dem Joystick. Ist auch eine spaßige Angelegenheit, wenn man das mal hat machen können, ist tatsächlich nicht schlecht. Jeder Fahrer hat seinen eigenen Stil. Ja? Einige sind ein bisschen risky driver, andere sind ein bisschen gediegener. Man sagt ja auch immer so die typischen Sonntagsfahrer. Ne? Erst sonntags morgens 8 Uhr aufstehen, erstmal einen Kaffee trinken, dann 4 Stunden das Auto polieren, dann 2 Stunden für 20 Kilometer Autobahn benötigen und dann das Auto wieder waschen. Typischer Sonntagsfahrer. Ne? Es gibt dann aber auch die Leute, denen das Waschen scheißegal ist. Die fahren dann einfach, keine Ahnung, kreuz und quer, überholen links, rechts und alles nach Belieben. Die gibt es auch. Woher soll mein Auto jetzt wissen, was für einer ich bin? Möchte ich lieber schnell fahren, möchte ich lieber langsam fahren und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende gibt es Einheitsbrei. Vielleicht kleine Varianten, aber letztendlich Einheitsbrei. Das heißt, diese ganze Diskussion von, ob wir jetzt nun 120 auf der Autobahn haben oder nicht, ist in wenigen Jahren eh egal. Weil wenn wir dann autonome Autos haben, werden die sowieso nicht schneller fahren als 120. Weil das so ein Bereich ist, in dem man alles abdecken kann. Man kommt vernünftig zum Stehen vor eigentlich fast jedem Hindernis. Man hat eigentlich emissionstechnisch und auch verbrauchstechnisch so das beste Optimum. Und es ist ja nun mal auch nur noch, glaube ich, Nordkorea und Deutschland, die ein Tempolimit frei haben auf den Autobahnen. Also sind da ja auch nicht in bester Gesellschaft, wenn man so sagt. In Amerika ist, glaube ich, 120 sowieso schon seit vielen Jahren dementsprechend die Hauptgeschwindigkeit, die man machen kann. So. Dann interaktive Systeme sorgen letztendlich auch dafür, dass das familiäre Verhältnis und Ähnlichem dementsprechend zusammengestopft wird. Wir haben natürlich auch solche Dinge mit den Faktoren, mit dem Navigation, mit Bremsen, mit Gas geben und all solchen Dingen. Aber ich glaube, das wichtigste Pattern, das wir alle kennen, ist das vom Einparken her. Wir sind sehr vertraut damit, dass da irgendwie jemand sagt, ne, komm, noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp, stopp, stopp! Nachgebildet wurde das von einem Assistenzsystem so. Piep, 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 piep. Ne? Also, die Realität sah früher so aus, wie ich es gezeigt habe. Heute haben wir das Piepsen, mittlerweile haben wir eine Kamera da dran. Also da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Es ist manchmal ganz lustig. Ich hatte da so einen Moment mit einer Rückfahrkamera, wo hinter dem Auto eine Katze saß, die ganz blöd auch nach oben geguckt hatte. Da habe ich mich tierisch erschrocken. Ich dachte, was ist das denn? Denn man hat ja dann diese Fisheye-Linse dann auch in der Kamera. Das heißt, die sieht ja riesig groß aus, diese Katze. Weil die hat wirklich so arg böse geguckt. Da habe ich echt kurz gedacht, um Gottes Willen, was passiert da mit mir? Heute, wie gesagt, Rückfahrkamera, man hat dann meistens noch diese die Anzeige auch, je nach Lenkwinkel, den ich vorgegeben habe, wo lande ich am Ende? Und wenn ich das, also das kann ein Dreiviertel Dover. Also ich würde behaupten, das kann sogar ein Dreijähriger. Wenn ihm das zweimal zeigt, kriegt ein Dreijähriger das hin, ein Auto rückwärts einzuparken. Darf er nicht, wissen wir alle, aber vom Technischen her würde er es hinkriegen. Ja? Dann gibt es neue Assistenzsysteme oder neue Fahrstile, die sich daraus ergeben. Zum Beispiel die Thematik mit dem ACC. Ganz viele Leute drücken den Tempomat und lassen einfach laufen. Habe ich auch gemacht, bis ich mal nach Berlin gefahren bin. Und habe schön auf der rechten Spur gefahren, so wie sich das gehört, alle drei Spuren ausnutzen. Und da war dann plötzlich ein Schild mit 60 in einem Tempolimit-freien Bereich. 60 war aber, und das stand auch auf dem Schild, genauso, für die Abbiegespur, die also von der Autobahn abbiegt. Hinter mir war ein LKW-Fahrer, auch relativ nah dran, also es war jetzt nicht unbedingt unkritisch. Und mein nettes Assistenzsystem, was Schilderkennung macht und dementsprechend das Adaptive Cruise Control auch beeinträchtigt, war der Meinung, von 190 auf 60 zu reduzieren. Und das innerhalb von 50, 60, 70 Metern. Das war also wirklich so ein, boah, einmal richtig in die Eisen.
So, dann schüttelt man sich auf, weiß nicht mehr, was ist, drückt selber irgendwie nochmal aufs Bremspedal und damit überschreibt man das System. Haben wir ja kennengelernt. Und schon bist du schuld. Ne? Wenn du die Füße und alles weghältst, naja, dann war es das Assistenzsystem und du bist jetzt eingegriffen. Schuld bist du in jedem Fall, also braucht man nicht drüber diskutieren. Aber dann ist ja in der Blackbox auch wirklich deine Handlung dann dementsprechend protokolliert. Ja, dieser LKW hinter mir, der war zwar nur mit 80 unterwegs, der kam aber trotzdem ziemlich nah, weil so eine Vollbremsung oder nahezu Vollbremsung auf einer Autobahn, die kommt nie gut. Man soll da auch immer drauf Acht geben. Aber das sind eben mittlerweile Dinge, wenn man sich dran gewöhnt, dann nutzt man es auch sehr gern. Rückfahr, Kamera, vor allem eben auch die Fahrpiepser und auch Servolenkung. Toll. Super Dinge, also dass man wirklich auf der Stelle lenken kann, etc., alles toll. Bloß, seht es mir nach, wenn ich das jetzt so krass sage, aber wir werden immer weiter verdummen. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, ohne eine Servopumpe einzuparken. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie es ist, überhaupt sich Gedanken darüber zu machen, dass ein Auto ein dreidimensionales Objekt ist, das Ausmaße nach hinten hat und Ausmaße nach vorne hat. Wenn wir das überhaupt nicht mehr einschätzen können, dann fahren wir auch plötzlich nicht mehr an Straßen aneinander vorbei, sondern, habt ihr sicherlich schon ganz oft gesehen, dass Leute offensichtlich nicht mehr wissen, wie ihre Dimensionen von dem Fahrzeug existieren, also in Breite und in Länge. Die haben eine ganze Spur frei, innerorts, könnten an einem parkenden Auto vorbeifahren und das andere gegnerische Fahrzeug, das entgegenkommt, könnte auch noch wunderbar, hat ganz viel Platz. Die halten trotzdem, weil sie sich nicht sicher sind, wie breit ihr Auto ist. Das sind Meter. 2 Meter Platz und schaffen es nicht. Warum? Weil sie es nicht mehr gewöhnt sind, weil sie es nicht mehr wissen müssen. Ich hätte jetzt schon fast was Schweinisches gesagt und gesagt, wenn wir allen Leuten immer sagen, dass das hier 20 Zentimeter sind, woher soll man dann auch wissen, dass dem irgendwie gewisse Maß an Abweichung existiert? Ne? Assistenzsysteme sind da, wie gesagt, durchaus auch kritisch zu beäugen. Also ACC, so gerne ich es gerne nutze, Lanekeeper, so gerne ich es auch nutze. Manchmal sind das auch so Dinge, die machen eher Probleme, als dass sie einem helfen. Kritische Situation hatte ich in der Baustelle. Da wollte, weil das Lanekeeping Assist System der Meinung war, ich soll da mal so ein bisschen weiter nach rechts, weil er dort diese orangenen Linien nicht ganz genau verfolgen hat können. Wäre ich nicht vehement dagegen gewesen, wirklich dagegen gedrückt mit allem, was ich hatte, dann hätte mich dieses Auto in die Leitplanke geschossen. Bewusst, weil es eben dafür programmiert worden ist. Nicht, um mich in die Leitplanke zu schießen, sondern es hat eine Spur erkannt. Das waren aber irgendwelche Schweißnähte von irgendwelchen alten Reparaturen der Autobahn. Die hat er erkannt als Fahrspur und wollte mich dann dementsprechend in die Leitplanke jagen. Das ist unfein. Vor allem, wenn ich mich dementsprechend darauf konzentriere, dass ich ja nichts mehr machen muss. Das zeigt uns aber auch ziemlich deutlich, dass viele Dinge einfach noch nicht fertig sind. Die Regierung sagt immer, doch Automobilhersteller 2025, da fahren wir alle autonom. Nein, Hilfe bitte nicht, denn es ist noch so viel zu tun. Also selbst ihr, die jetzt noch in dem Masterstudium gefangen sind, die aber irgendwann dann mal in Lohn und Brot kommen und vielleicht an diesem System mitforschen, mitentwickeln, mitgestalten werden, ihr habt noch eine Menge zu tun. Da ist noch ganz viel Aufgabenpotenzial und ganz viele Möglichkeiten auch zur Entfaltung. So, ne, kennen wir auch. Solche Situationen lassen sich ja natürlich in Zukunft vielleicht ein bisschen besser handhaben. Wenn ihr natürlich grundsätzlich im Auto mit eurer Cola, mit einem Handy in der Hand und einem Döner in der anderen Hand unterwegs seid, dann kann autonomes Fahren und vor allem auch Assistenzsysteme echt gut sein. Die sehen dann nämlich den armen Wicht, der mit dem Fahrrad über die Straße fährt und können möglicherweise durch eine Teilbremsung oder sogar eine Vollbremsung Schlimmeres verhindern. Ist also nicht nur Fluch, sondern natürlich auch Segen. Ich kann natürlich nicht hier stehen und sagen und alle Assistenzsysteme verteufeln. Das ist ja, das wäre wirklich schwachsinnig, sondern man muss einfach sich mal mit offenen Augen diesem Thema widmen und dann wird man merken, dass viele Dinge einfach noch nicht zu Ende gedacht sind. Ne? Dann auch sowas. Es spricht sich ja oft rum. Wenn ich Dinge mache und der andere macht es auch und alle finden es lustig und schön, dann mache ich es immer so. Das ist dieses typische Gewöhnen. Das machen die beiden Püppchen da auch. Wenn mir etwas besonders gut schmeckt, dann sage ich es. Kennt man aus der Jugend oder wenn man Kinder zu Hause hat. Wenn was schmeckt, dann wird immer gesagt. Kein Wort auf diesem Planeten existiert, das heißt. Aber ne,
das signalisiert uns, das schmeckt. Das hört dann wieder jemand anders, der interpretiert dann auch, oh, was hatte der denn? Das Eis möchte ich auch gerne haben. Also viele Dinge, gerade bei den Assistenzsystemen, lassen sich auf solche Sinne zurück projizieren. Geschmack, irgendwas hat mir mal so richtig gut gefallen, richtig gut geschmeckt, ich möchte es wieder haben. Und damit rechnet die Industrie. Ihr habt ein Assistenzsystem gehabt, habt das einigermaßen gut gefunden und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wieder eins zu bekommen oder wieder eins zu kaufen. Wie stehen eure Chancen? In den meisten Fällen ist es so, naja, war ja doch nicht schlecht, dann kaufe ich es mal wieder. Ja, ganz viele, vor allem ältere Semester, fragen mich dann ganz oft, weil sie auch wissen, dass ich eben das mal irgendwann studiert habe, diese ganze Fahrzeugtechnik, kannst du mir mal meine Assistenzsysteme ausprogrammieren? Die nerven mich, die piepsen immer und dies und das. Ganz oft das Piepsen, wenn man eine Handtasche auf den Beifahrerplatz packt. Dann piepst das ganze Auto, weil eben Gewicht erkannt worden ist auf dem Sitz und der ist nicht angeschnallt. Das Einfachste, was man macht, ist, man geht zum Schrott und holt sich diesen Schliepel, der normalerweise im Gurt drin ist. Und den steckt man permanent da rein. Wollte man nicht machen, sich nie erwischen lassen, aber das ist das Einfachste. Rausprogrammieren, niemals machen. Das ist ein Sicherheitsfeature und sollte dementsprechend nicht rausprogrammiert werden. Es sei denn, ihr seid Weibchen und habt einen derartig großen Busen, dass ihr euch in dem Gurt und alles, was damit zu tun hat, tatsächlich sehr einengt, euch fast selbst stranguliert. Dann könnt ihr von der Krankenkasse einen Zettel euch generieren lassen, dass ihr von der Anschnallpflicht befreit werdet. Dann könnt ihr auch zum Hersteller eures Vertrauens gehen und sagen, bitte, bitte programmier mir diese Funktion, dass es piepst aus. Dann darf der das. In Verbindung, dass er natürlich bei allen Dingern immer das vorzeigt und dass ihr sehr euch selbst im Klaren seid, dass wenn ihr einen Unfall baut oder wie auch immer mit einer hohen Geschwindigkeit irgendwo gegenballert, dass ihr rausfliegen könnt. Das ist dann leider Gottes damit verbunden. Das andere geht natürlich auch, wenn ihr sehr korpulent, in den meisten Fällen in den unteren Regionen ist es bei Männern der Fall, dass das auch alles vom Prozess her nicht so gut funktioniert, dann könnt ihr sowas auch machen. Nach Schulteroperationen kann sowas der Fall sein. Es gibt da Möglichkeiten. Also grundsätzlich, wenn euch das ganz, 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 ganz dolle stört, diese ganze Anschnallerei, dann fragt bei der Krankenkasse nach, ob es da nicht Möglichkeiten gibt. Die gibt es nämlich in den meisten Fällen. Genau. Und diese ominöse On- und Offboard-Diagnose, die wir jetzt hier sehen, das erschlägt einen jetzt natürlich. Das hat mich, als ich das erste Mal gesehen habe, auch völlig erschlagen. Ich habe in der Mitte geguckt, um mich zu orientieren und siehe da, da ist ein Gateway. Ein Gateway ist auch nichts anderes als ein Router, nur ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe da irgendwie mein Kombi-Instrument, das ist üblicherweise mein Tachosystem. Und ich habe hier alle möglichen ulkigen, unterschiedlichen Blöcke darunter, das sind Steuergeräte oder Funktionalitäten von Steuergeräten, die irgendwas können. Zum Beispiel Türfahrer, Türbeifahrer sind in den meisten Fällen schon zwei Steuergeräte. Wenn ich diese ganzen Dinge hier durchzähle, komme ich etwa, das ist noch ein kleines bisschen, was wir hier haben, komme ich auf meine 60, 70 Steuergeräte ohne Probleme. Die sind alle über ein Feldbussystem, in dem Fall hier CAN-Komfort, verbunden. Dort oben sehen wir noch CAN-Kombi, das ist für mein Kombi-Instrument, ein separater Bus. Wir haben dann noch ein CAN-Extended, wo oben Spurhalteassistent, Spurwechselmaster und Slave und dementsprechend noch ACC verbaut ist. Wir haben auf der linken Seite unseren Diagnosestecker, K-Line, wenn man es dann unbedingt braucht, für Motor und Getriebe und so viele unterschiedliche weitere Dinge. Ja, hier unten Linbus, falls einen das irgendwie interessiert, in den meisten Fällen nicht gerade nicht nennenswert, nutzvoll, Standheizung, Klima, Rearview. Wir haben da oben im gelben Bereich dann letztendlich ganz, ganz viel Infotainment mit der Head Unit. Wir haben Laufwerk 1, Laufwerk 2, das sind zum Beispiel CD-ROM-Laufwerke, um dort irgendwelche Filme zu gucken oder was auch immer. Handyvorbereitung, TV-Tuner. TV-Tuner auch eine Sache, ein Bit umwandelt und ihr könnt Netflix im Auto gucken, ist in Deutschland aber verboten. Während ihr steht, also im Stau, kein Problem, dann würde die normale Fernsehvorbereitung auch ab Werk schon funktionieren. Sofern ihr aber anfangt zu rollen, ab 2 km/h geht es nicht mehr, aus sicherheitstechnischen Gründen.
neue Systeme und das wird uns nächste Woche ereilen. Das ist schon ein kleiner Teaser auf das, was uns nächste Woche ereilen wird. MMIs, also Mensch-Maschine-Interaktionen oder Interface, kann man nennen, wie man mag. Da gibt es momentan ganz viele coole Ideen. Zum Beispiel übereinander liegende OLED-Panels. Das ist eine ganz putzige Angelegenheit, macht Mercedes gerade, dass ihr über die gesamte Dashboard-Einheit ein Display habt. Wirklich edelst, auch mit so schönen Rundungen und sowas, also OLED-Technologie, par excellence, S-Klasse natürlich. Und ihr könnt da dann sitzen und seht vor euch Tachosystem, ihr seht aber auch so einen Verlauf vom Navigationssystem so rechts und könnt dann dementsprechend immer mal so ein bisschen den Blick walten lassen. Das gleiche Display aus der Sicht des Beifahrers zeigt aber plötzlich einen Kinofilm oder irgendwelche anderen Dinge. Diese Displays sind nämlich einfach einmal dem Fahrer zugewandt und auf der anderen Seite dem Beifahrer zugewandt. Das sieht der eine und der andere aber auch nicht. Ich kann euch das mal versuchen, hier zu demonstrieren. Ich habe, na gut, hier ist nichts Wichtiges gerade drauf. Wenn ich mein Telefon hier so reinhalte, ihr seht's, halte ich so, na, so, seht ihr nichts. Kommt hier natürlich die Softbox zustande und in andere Richtung seht ihr auch wieder, na, so, nix. Das ist eine Privacy-Folie, die macht das Gleiche in grün. Das heißt, keiner kann euch mehr aufs Display schauen. Wer hier vorne drauf guckt, direkt, straight, alles safe. Derjenige, der also hier gerade am Tippern ist, der kann dann alle seine fiesen Sachen da mit dem Telefon machen. Aber derjenige, der rechts oder linksseitig über die Schulter guckt, der kann das gar nicht sehen. Das wird hier natürlich mit einer polarisierten Folie gemacht, aber letztendlich vom Prinzip her sind diese zwei OLED-Displays das Gleiche in grün. Der Beifahrer kann dieses gesamte Display nutzen und darauf einen Kinofilm gucken oder was auch immer. Und der Fahrer wird aber nicht abgelenkt davon, weil er eine ganz andere Sicht auf die ganzen Thematiken und auf das gesamte System dann auch bekommt. Das ist so ein bisschen Zukunft und die schönen Zukunftsthemen, die habe ich mir für nächste Woche vorgenommen. Wenn ich nicht tatsächlich am Wochenende enorm viel Bock entwickle, mal in die Garage zu gehen und den Aufbau mit der Steuergerätegeschichte zu machen. Also entweder kommen wir nächste Woche live aus der Garage und machen von dort dementsprechend vielleicht auch noch ein bisschen Dinge, die unsere Thematiken betreffen hinsichtlich moderner Fahrzeugkommunikation, moderner Technologien. Ja, oder wir machen eben irgendwie Vorlesungen aus dem Homeoffice heraus. Das werde ich dann nochmal gucken. Aber ich denke, der Himmel, wenn ich mir so anschaue, die Sterne, die stehen ganz gut, dass wir das mit den Steuergeräteanalysen dann dementsprechend noch hinbekommen. Muss ich dann mit einer Rechenbüchse machen, die Windows trägt. Das ist natürlich für mich als Mac-User schon fast blasphemisch. Schauen, wie ich das mit dem Stream dann dementsprechend hinkriege, aber das werden wir machen. Ja, nehme ich mir ganz fest vor. Ansonsten haben wir die Pause relativ gut durchgezogen. Ich denke, in den meisten Fällen macht es jetzt auch nicht Sinn, hier noch großartig durchzueiern. Na Gott, die ist noch schön. Lass uns diese Folie noch machen. Die zeigt nämlich letztendlich das, was ich eingangs euch mal gesagt habe, dass ihr mit diesen Fehlern ganz oft auch mal gar nichts anfangen könnt. Wirklich gar nichts. Gucken wir uns mal an. Die Ursache. Steckfehler am Gateway. Das ist die Ursache. Die Wirkung. 8 Fehlermeldung von der Motorelektronik, 10 Fehlermeldung von der Zentralelektronik, 12 Fehlermeldung vom Komfortsystem, 3 Fehlermeldung aus dem Gateway selbst und 5 Fehlermeldung aus dem Kombi-Instrument. Heißt, 38 Fehlermeldungen in 5 unterschiedlichen Steuergeräten. Also wer da den Überblick behält, der kriegt von mir sofort eine 1. Aber im laufenden Betrieb selbstverständlich. Ne? Das ist nicht einfach. Also da gehört eine Menge Erfahrung zu, am Ende wirklich dann, oh, das war dieses kleine Kabel oder dieser Steckverbinder, der nicht richtig gesteckt war. Das ist ein winzig kleiner Mikrofehler. Der hat aber letztendlich riesen Impact im Ausgang. Und das ist bei einem so komplexen System, das so viel auch mit Fehlern protokolliert, dann gar nicht mehr so einfach, wirklich auf den eigentlichen Fehler, auf die eigentliche Ursache zu schließen. Ne? Man würde nämlich anfangen und sagen, naja, was bin ich denn jetzt mal für einer? Ich bin so ein Aggregatfuzzi. Ich stehe total auf Motoren und gucke, oh ja, Motorelektronik. Ja, muss ich auf jeden Fall erstmal Motor ausbauen, muss ich alles auseinandernehmen, muss ich gucken, was da ist. Ihr habt deinen Motor ausgenommen, hat alles auseinandergenommen, alles wieder zusammengebaut. Idealerweise keine Schraube übrig geblieben. Passiert mir immer, weiß nicht warum, aber wenn ich was auseinandernehme, fehlt am Ende eine Schraube, die ich nicht mehr weiß, wo sie hingehört, aber das Gerät danach funktioniert deutlich besser.
Wenn ich irgendwie, ich sag mal, so ein Komfortsystem Hans bin, dann gucke ich mir natürlich mal so die einzelnen Komfortsysteme an und schaue, ob da irgendwie eins möglich ist, zusammenpasst oder in irgendeiner Form eben auch gut zusammenpasst oder weniger gut. Ich komme aber nie auf den grünen Zweig. Ne? Und das ist ein relativ triviales Beispiel, das euch zeigt, dass das mit den Fehlermeldungen nicht so leicht ist. Es gibt manchmal nur wenige, dann ist es leicht. Es gibt manchmal aber auch Dinge, ne, und gerade hier so ein Gateway ist ja ein Verbund. Da sind ja ganz viele Steuergeräte mit in Kombination verbunden. Wenn ihr mal in solche Bredouillen kommt, guckt als alles erstes vielleicht mal danach. Ne, weil dort ist der Angelpunkt, da kommt alles an. Wenn da die Steckverbinder alle korrekt sind, dann kann man sich dann dementsprechend weiter angeln und weiter schauen, was da ist. Ne? In dem Sinne würde ich sagen, haben wir heute, glaube ich, eine ganze Menge geschafft. Ich denke, ihr seid jetzt alle fit, nicht nur so ein bisschen Klausurfragen schon mal vordenken zu können, sondern wisst jetzt auch schon mal Bescheid, was Onboard-Diagnose ist und was möglicherweise Offboard-Diagnose ist. Wir gucken uns den Krams einfach nächste Woche nochmal ganz intensiv an, dann eben im Live, wie es die Realität so mit sich bringt. Und ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen hier im Chat oder auch im Auditorium aufkommen, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten, Zuschauen oder auch Dasein. Nächste Woche probieren wir es tatsächlich mal online. Vielleicht habt ihr irgendwann ja nochmal Bock und sagt, nee, also zu Hause sitzen ist doch ungünstig, ich will wieder Hybrid oder gar Präsenz. Dann kann man sicherlich nochmal switchen. Aber die Einschätzung von euch war ja ziemlich eindeutig, dass wir dann durchaus aus dieser Veranstaltung dann auch eine Online-Veranstaltung machen können. Ich befolge diesen Befehl aus dem Auditorium heraus natürlich sehr gerne. Habe ich keinen Schmerz mit und verabschiede euch dann dementsprechend ins wohlverdiente Wochenende. Habt da gut gemacht, hoffe, habt eine schöne, angenehme Woche gehabt, dass die Nachtschicht euch jetzt nicht so schlimm euch getroffen hat. Macht euch ein schönes Wochenende, genießt nochmal so ein bisschen die Sonnenstrahlen. Ihr kommt auch gerade so ein bisschen was in den Raum rein und macht's Beste draus. Bleibt gesund und wir sehen uns, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann nächste Woche hier im Livestream dann wieder. Vielen, vielen Dank und bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.